Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Internetzuschauer. Ich begrüße Sie im Namen der Bürgervereinigung Orthomolekulare Aufklärung Isernhagen herzlich zu unserem Workshop Wege zur Gesundheit. Zunächst zwei Dankeschöns, einmal an unsere stellvertretende Vorsitzende Frau Dreves, die ganz wesentlich bei der Organisation mitgeholfen hat. Und nicht zu vergessen, ein herzliches Dankeschön an unseren Buchhändler, Herrn Kopinke, der mit seiner Buchhandlung, die jetzt gerade nicht zu sehen ist, doch. Genau. In dieser Buchhandlung wurden die Tickets verkauft und dafür ein herzliches Dankeschön an die Buchhandlung Lesenest in Altbaumbüchen. Wenn wir heute im Workshop über Bücher sprechen, freut sich natürlich Herr Kopinke, wenn Sie bei ihm die Bücher vor Ort kaufen, sobald Sie hier aus Isernhagen sind, oder er hat auch einen Internetshop. So, mein Name ist Volker Schende und ich werde Sie heute durch den ganzen Tag führen. Soweit Sie hier sind, die Internetzuschauer verabschieden sich um 13 Uhr von uns. Vorneweg, wenn Sie diesen Workshop in Ruhe nochmal nachvollziehen wollen, sich die vielen Links angucken wollen, die Videos in Ruhe angucken wollen, das ist unsere Workshop-Homepage www.wawb.vonabisw.de. Das WAWB steht für Workshop Altwarmbüchen. Denn das haben Sie im Film Vorspann schon gesehen. Wir sind hier im Hotel Hennies in Altwarmbüchen. So, jetzt fange ich an mit dem Interview, das wir mit unserem Gastreferenten gestern geführt haben, den ich hier an dieser Stelle begrüße. Wir begrüßen als Gastreferenten aus Oldenburg in Oldenburg unseren Diplombiologen Rainer Suder, Heilpraktiker. Wir haben ein zweieinhalbstündiges, ausführliches Gespräch geführt, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, um Sie etwas neugierig zu machen. Herr Suder hat eine sehr spezielle orthomolekulare Homöopathie für sich privat entdeckt. Mehr sage ich dazu nicht. Sehr spannend. Im Interview mit Herrn Suder bei uns auf dieser Homepage. Wenn Sie seine Heilpraktikerpraxis anschauen wollen, www.heilpraktiker-suder.de. Bevor wir jetzt in den ersten Block einsteigen, einige Literaturempfehlungen zum gesamten Workshop. Wie gesagt, heute Vormittag wird gefilmt bis 13 Uhr. Da geht es um Vitamin C und zwar wissenschaftstheoretisch, wissenschaftlich, praktisch. Welche Dosierungen? Das wird vorwiegend Herr Suder abdecken. Ich werde zweimal ein paar Ergänzungen dazu machen. Jetzt die Einführung und dann um 11.30 Uhr für eine halbe Stunde Therapieeinsatz von Vitamin C in einer etwas breiteren Methode, als Herr Suder das macht. Hier die Buchhandlung nochmal. Die erste Literaturempfehlung ist Dr. Andrew Saul. Das sind leider Bücher ausschließlich auf Englisch. Andrew Saul ist wesentlich schuld daran, dass ich mich mit diesen Gesundheitsthemen zusätzlich auseinandergesetzt habe. Und wenn Sie da draufklicken, das interessanteste Buch von ihm ist Dr. Yourself und mindestens ebenso interessant Fire Your Doctor. Gucken Sie sich das in Ruhe in Englisch im Lehnstuhl an und Sie werden interessante Erfahrungen machen. Der zweite Literaturhinweis betrifft Dr. Thomas Levy. Er ist Kardiologe und zugelassener Anwalt in Amerika. Von ihm gibt es in deutscher Übersetzung, zwei Bücher. Der reißerische Titel Superheilmittel Vitamin C klingt im englischen Original etwas versöhnlicher. Prima Panacea und schon etwas länger auf dem Markt. Die Heilung des Unheilbaren. Da geht es ausschließlich um Vitamin C, seine therapeutische Einsatzgeschichte und wie heute im Jahr 2017 Vitamin C vernünftigerweise eingesetzt werden kann. Natürlich darf in einer Veranstaltung über Vitamin C Professor Dr. Multiple Linus Pauling nicht fehlen. Er hat den Nobelpreis für Chemie bekommen im Jahre 1954 für seine Aktivitäten gegen die überirdischen Atomtests, den Friedensnobelpreis für 1962, interessanterweise verliehen im Oktober 1963. Und sein Standard, sein Klassiker, How to Live. How to live longer and feel better.
In diesem Buch finden Sie auch ein ausführliches Kapitel über die Debatten zwischen den medizinischen Funktionären Amerikas und dem Chemie-Nobelpreisträger, weil er die Frechheit besessen hat, in medizinischen Fragen eine Meinung zu haben. Das hat von 1970, als sein erstes Buch über The Common Cold, Vitamin C and the Common Cold erschien, bis 1990 gedauert. 1990 hat allerdings dann das National Institute of Health in Amerika einen großen internationalen Kongress zu Vitamin C in Washington DC ausgerichtet. Und seit 1990 hat man dann eingesehen, dass Pauling von Anfang an immer recht hatte. Die nächste Literaturempfehlung betrifft Dr. Abraham Hoffer. Es wird ja immer gesagt, Linus Pauling habe die orthomolekulare Medizin erfunden. Das stimmt nicht ganz. Linus Pauling hat in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts den Begriff orthomolekulare Medizin geprägt, aber die therapeutische Einsatzmethode von Megavitamindosen hat bereits Abraham Hoffer in den 50er Jahren in Saskatchewan in Kanada gemacht. Die Bücher von Abraham Hoffer kann ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie sich für die Ausgangsgeschichte der orthomolekularen Medizin interessieren. Dr. Robert Klemner, ein Arzt in Waitsville, North Carolina, hat 1948 schon Vitamin C in Hochdosis eingesetzt. Bei Kinderlähmung, wenn Sie sich dafür interessieren wollen, wie Vitamin C bei Kinderlähmung wirkt und welche Dosierung man dafür braucht, ist dieses Buch aus unserer Schriftenreihe, der Schriftenreihe der Bürgervereinigung, möglicherweise leider auf Englisch eine Möglichkeit für Sie, dies kennenzulernen. Ein ebenfalls berühmter Arzt aus Kalifornien, Dr. Robert Cathcart. Er ist berühmt für seine Titrationsmethode. In Kurzform heißt das so, Sie kriegen eine mittelschwere Grippe, liegen mit Fieber im Bett. Sie nehmen alle 10 Minuten 3 Gramm Vitamin C, 3000 Milligramm, alle 10 Minuten. Und das machen Sie so lange, bis der Durchfall da ist. Dann sitzen Sie eine Stunde auf dem Klo und die Grippe ist weg. Wenn Sie das interessiert, hier das Buch aus unserer Schriftenreihe Curing with High Doses of Ascorbic Acid. Natürlich werden wir heute Nachmittag den Block Vitamin C verlassen und um 17 Uhr ist der Block Vitamin D dann Gegenstand unserer Erörterungen. Das wird nicht mehr gefilmt, aber wenn Sie aus dem Internet uns zuschauen, finden Sie ja auf unserer Seite www.vonabiswe.de. ausführliches Material und an Literatur kann ich Ihnen auf Deutsch empfehlen. Das Buch von Eberhard Wormer, Arzt aus München. Alle anderen Bücher über Vitamin D sind genauso gut. Ich empfehle dieses Buch, weil es meine Referenz ist, wenn ich über Vitamin D referiere, was ich ja heute Nachmittag um 17 Uhr tun werde. Dann haben wir Vitamin K2, vorzugsweise in der Form des Minakinon MK7. Da gibt es in Deutsch zwei Bücher, die man lesen kann. Das ausführliche von Quedrion Bleu, bei dem K2, vielseitiger Schutz vor chronischen Krankheiten. Und eins in unserer Schriftenreihe. Und dann gibt es irgendwo noch ein Buch von Herrn Pies, das ich gerade nicht finde. Suchen Sie sich im Amazon-Bereich einfach nach Vitamin K2 durch und Sie werden einige Bücher auf Englisch und eben zwei auf Deutsch finden. Heute Nachmittag behandeln wir ja dann Sebastian Kneipp, Naturheilkunde, Ernährungsfragen. Und da wird es dann einen Themenblock geben zum vollwertig pflanzenbasierten Lebensstil. Zu diesem Thema gab es 2016 in der Berliner Charité einen internationalen Kongress für Mediziner, Heilpraktiker, Ernährungsberater und Gesundheitsberater. Die Vorträge sind zum Teil in Deutsch, zum Teil in Englisch. Eine ganze Menge zum Angucken. Wenn Sie das alles angeguckt haben, können Sie dann so einen Workshop selber veranstalten. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. An Literatur gibt es einige berühmte Autoren. Dr. Joel Fuhrman. Auf Deutsch gibt es die Bücher, witzigerweise mit englischen Titel, aber in deutscher Übersetzung, Eat to Live, Eat for Health und das Kochbuch. Fuhrman wurde berühmt, weil er Joe Cross begleitet hat. Joe Cross war ja der bekannte Australier, der inzwischen sehr bekannte Australier. Joe Cross hatte eine schwere Urtikaria, mit 32 Jahren diagnostiziert, immer mehr Arzneimittel aus der Schulmedizin. Irgendwann wurde es ihm dann zu viel. Mit 40 hat er beschlossen, so kann das nicht weitergehen.
Und dann hat er sich ins Flugzeug gesetzt, ist nach Amerika geflogen, hat Joel Fuhrman als begleitenden Arzt aufgesucht, der ihn dann 60 Tage lang jeden Tag telefonisch und auch vor Ort begleitet hat als Arzt. In diesen 60 Tagen hat er jeden Tag vorwiegend chlorophyllhaltige Gemüse gejuiced im Slow-Juicing-Verfahren. Es gab nichts zu essen, er hat nur gejuiced, 60 Tage lang. Dann flog er und er hat das filmen lassen. Joe Gross hat sich die Filmcrew von Michael Moore eingekauft. Er hatte ja das Geld als Unternehmer, die Firmen hatte er voll verkauft. Und der Film von Joe Gross heißt Fat, Sick and Nearly Dead. Leider nur auf Englisch. Den finden Sie bei YouTube. Da finden Sie also anderthalb Stunden über diese Reise von Joe Gross von Ost nach West in Amerika und von Süd nach Nord. Er hat viele Gespräche geführt mit Menschen. Menschen haben es nachgemacht, sind geheilt worden. Er selbst ist seine Urtikaria losgeworden. Wir werden heute Nachmittag einen Ausschnitt aus diesem Film uns anschauen. Aber Sie können das selber zu Hause im Internet ja auch tun. Ebenfalls sehr bekannt für die pflanzenbasierte Vollwertkosttherapie bei kranken Menschen, insbesondere bei Diabetes 2, Dr. Neil Barnard. Dr. Neil Barnard ist Präsident, das nennt sich Physicians Committee for Responsible Medicine. Und er war eben auch auf der Charité-Veranstaltung in Berlin. Und er hat Bücher geschrieben und Forschungen betrieben. Seit 85 macht er das und er kann in Amerika mit seinen Methoden Diabetes 2 reversieren und zwar in einem relativ hohen Prozentsatz. Gucken Sie sich die Filme und die Bücher von Dr. Barnard, vermutlich nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem südafrikanischen Herzchirurgen, ich weiß es aber nicht. Dann gibt es Dr. Michael Greger. Das ist eine interessante Story. Dr. Michael Greger war 5 Jahre alt, als seine Großmutter von den Herzchirurgen nach Hause geschickt wurde mit der Information, wir können keinen Bypass mehr legen, sie hatten schon zu viele Bypass-Stents, gehen nicht mehr, sie werden jetzt nach Hause geschickt zum Sterben. Sie war im Rollstuhl und am Wochenende lief in der CBS-Sendung 60 Minutes ein Film über eine Kurklinik in Kalifornien. 1976 wurde diese Kurklinik eröffnet von Nathan Prittykin, von dem es auch Bücher gibt, und CBS hat also gezeigt, wie dort Herzkrankheiten, Herz-Kreislauf-Patienten geheilt wurden, was ja normalerweise gar nicht geht. Und die Großmutter von Michael Greger hat das gesehen, hat gesagt, sterben tue ich sowieso, kann ich auch hinfahren und das probieren. Mit Rollstuhl und umständlich von Ost nach West, 1976 gab es ja noch nicht solche tollen Verbindungen wie heute. Nach 3 Wochen stand sie aus dem Rollstuhl auf und nach 4 Wochen konnte sie 5 Kilometer laufen. Wenn Sie das interessiert, gucken Sie sich das Video von Dr. Michael Greger an. Er hat darüber ein Buch geschrieben, How Not to Die. Manche Verlage nehmen die englischen Überschriften und lassen die auch so. Der deutsche Verlag hat das so gelassen. Es ist in deutscher Übersetzung erschienen. Der nächste, jetzt kommt ein deutscher Autor, Dr. Ludwig Jakob. In der Tradition von Prittykin, in der Tradition von Fuhrman, in der Tradition von Barnard und auch in der Tradition von McDougall, über den wir gleich noch sprechen werden, hat er auf Deutsch sein Buch herausgebracht, Der Jakobsweg des genussvollen Verzichtes, die effektivsten Maßnahmen zur Prävention und Therapie von Zivilisationskrankheiten und so weiter. Ein dickes, schweres Buch, ziemlich teuer. Sie brauchen das nicht zu lesen, wenn Sie sich nicht für wissenschaftliche Studien so besonders interessieren. Wenn Sie die Inhalte verstehen wollen, gucken Sie sich die Videos von ihm an. Wenn Sie Dr. Jakob bei YouTube eingeben, kommen die alle. Wir haben heute Nachmittag eine ausführliche Videoliste, die auch hier auf dieser Seite verlinkt ist, wie man so schön sagt. So viel zu Dr. Jakob. Er hat auch ein eigenes Institut in Deutschland. Dr. Jakob können Sie natürlich in Deutschland als Patient aufsuchen. Er ist befreundet mit Professor Leitzmann, für diejenigen, die sich in der Vollwertszene auskennen. Kommt John McDougall. John McDougall ist auch eine interessante Geschichte. 73 Medizinexamen in Amerika, dann nach Hawaii, um dort Facharzt für Chirurgie zu werden. Und McDougall hat dann die Facharztausbildung zum Chirurgen abgebrochen, weil er festgestellt hat, dass er 2 linke Hände hat, was für einen Chirurgen nicht unbedingt eine Empfehlung ist. Und dann hat er von 73 bis 76 sich einstellen lassen auf einer Zuckerplantage in Hawaii, auf einer Nachbarinsel, und hat dort 5000 Zuckerplantagenarbeiter, vorwiegend eingewanderte Asiaten, behandelt. Also im Akutbereich war auch gut, wenn die ihr Knochen gebrochen haben, wenn es eine Injektion zu geben, wenn Antibiotika gebraucht wurden, wunderbar. Aber wenn die chronische Krankheiten hatten, dann hat es nicht funktioniert, denn er war ziemlich frustriert. Und dann ist ihm was aufgefallen.
Das waren jetzt Asiaten, Einwanderungsasiaten, also Amerikaner mit Migrationshintergrund, wie man heute so schön neudeutsch sagt. Und die erste Generation, die hat sich so ernährt wie in Japan, Vietnam, Thailand, Philippinen, Reis und Gemüse. Die hatten so gut wie keinen Herzinfarkt, die hatten so gut wie keinen Diabetes und auch die anderen Zivilisationskrankheiten, Arthritis, was es so gibt, die hatten auch keinen Krebs. In der zweiten Generation war das schon anders. Und in der dritten Generation, die dann McDonald's-Kost à la Amerika gegessen haben, die hatten die gleichen Krankheiten wie die Amerikaner auch. Also McDougall ist eine spannende Story. Da können Sie sein Buch lesen, Sie können sich seine Filme angucken. Er hat sehr viele Videos im Netz. Dr. John McDougall. Jetzt kommt eine sehr berühmte Geschichte, Dr. Carl Esselstyn. Esselstyn war einer der berühmtesten Herzchirurgen. Nee, der war nicht Herzchirurg, der war Thymusdrüsenchirurg und Brustkrebschirurg und einer der berühmtesten Ärzte in Amerika. Und irgendwann war er frustriert, dass seine Heilerfolge nicht so prall waren. Er hat es auch gut operiert, aber die Leute sind trotzdem schnell wieder krank geworden. Und nun wollte er nicht Krebsforschung machen, weil Krebsforschung, da waren schon eine Menge Leute unterwegs. Er wollte aber herausfinden, warum kriegen Asiaten in Asien keinen Brustkrebs? Und warum kriegen die dort keine Herz-Kreislauf-Beschwerden und keine Herz-Kreislauf-Krankheiten? Und warum werden dort keine Bypasse gesetzt und keine Stents? Und warum werden da auch alle möglichen schulmedizinischen cholesterinsenkenden Mittel nicht eingesetzt, weil die gesund sind? Bestes Beispiel sind ja die Okinawa-Japaner, die 100 Jahre alt werden, ohne krank zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann herausgefunden, dass das möglicherweise mit der Ernährung der dortigen Asiaten zu tun hat und hat darüber ein Buch geschrieben, eine Studie Essen gegen Herzinfarkt. Er hat 5 Jahre lang 22 Patienten, eine sehr kleine Beobachtungsstudie gemacht. 6 Patienten sind ausgestiegen, ein sehr rigides Ernährungskonzept. Das Buch zu lesen lohnt sich. Die Videos gibt es natürlich auch über die Patienten, die dazugekommen sind. Inzwischen gibt es, glaube ich, 250 dokumentierte Fälle, wo er Herz-Kreislauf-Patienten gesund, ich will es nicht sagen gemacht hat, die sind halt gesundet. Und darüber gibt es eben auch auf Deutsch Literatur, die Sie hier sehen. Dann haben wir Dr. Dean Ornish, auch ein berühmter Herzinternist, glaube ich, der mit dem Militär zusammengearbeitet hat und auch eine Herzstudie gemacht hat, 1990 publiziert. Und das Buch heißt Revolution in der Herztherapie, der Weg zur vollkommenen Gesundheit. Ornish wird von den Krankenkassen in Amerika bezahlt mit seiner Kur. Also das ist ja immer ein Indiz, dass was dran sein könnte. Machen Sie sich selber schlau, Dean Ornish lohnt sich. Und zum Schluss die China Study von Professor Colin Campbell, relativ berühmte Geschichte. Zhou Enlai, kurz nachdem die USA mit China diplomatische Beziehungen aufgenommen haben in den 70er Jahren, Zhou Enlai erkrankt an Krebs, Zhou Enlai stirbt, aber bevor er stirbt, gibt er noch einen Auftrag, macht mir eine Untersuchung für Krebskranke in China. 880 Millionen Chinesen werden erfasst. Das Ergebnis ist der sogenannte berühmte Krebsatlas von China. Im Zuge der weiteren Tauwetterbemühungen der amerikanischen Regierung und der chinesischen Regierung gibt es dann einen Wissenschaftleraustausch. Der Projektleiter des Krebsatlas kommt nach Amerika und zwar in die Cornell University zu dem Ernährungswissenschaftler Colin Campbell. 1 Jahr Zusammenarbeit, daraus entwickelt sich ein gemeinsam finanziertes Projekt, das die amerikanische Regierung und die chinesische Regierung finanziert hat. Es ging um 6500 Chinesen, ein relativ identischer Genpool von Han-Chinesen. Und man hat also dann in 32 Landkreisen mit jeweils 2 Gemeinden, vorwiegend ländlicher Raum, deren Ernährungsgewohnheiten und deren Krankheitsbefunde verglichen mit sehr vielen Laborwerten. Lange Rede, kurzer Sinn, eine riesen Studie mit wissenschaftlichen Daten, ich glaube 8000 Korrelationen wurden da epidemiologisch herausgearbeitet. Das Buch mit den wissenschaftlichen Daten stammt von 1990, das empfehle ich Ihnen im Regelfall nicht. Lesen Sie das Buch von 2004, auch auf Deutsch, die China Study. Das ist interessant. Und jetzt gehen wir aus den Literaturempfehlungen heraus und in unseren Workshop in den Block 1, wenn ich ihn denn finde, ja, da ist er. Das war der Anfang des Block 1. Dieser Vormittag wird gefilmt von dem Filmemacher Carsten Meiners. Wenn Sie also einen Filmemacher suchen und noch nicht wissen, wie Sie das machen, ich finde die Firma Notreal eine gute Wahl. Dann haben wir heute Vormittag, wenn Sie wissen wollen, wer uns bisher besucht hat, das war ganz interessant. Unsere große AWB-Homepage hat inzwischen 5500 Besucher und zwar nicht aus Deutschland. Indien führt es an mit 600 Besuchern, dann kommt Deutschland mit 590, das ist der Stand vom 18. Oktober. Wenn Sie das interessiert, gucken Sie sich das Bild an, wo die Leute herkommen. Den Programmablauf zeige ich Ihnen jetzt noch mal kurz, was wir heute machen werden.
mit Herrn Suda den Vormittag, Vitamin C und meiner Wenigkeit. Na, da kommt es. Das ist eine andere Homepage, und zwar ist das die Homepage workshop.vonabiswe.de. Und das Programm sieht so aus. Jetzt mache ich das mal größer. So, wir machen also den Vormittag. Wir sind gleich mit der Einführung zu Ende und um 9.30 Uhr beginnt dann Herr Suda mit einem Bericht über den Internationalen Vitamin C-Kongress, veranstaltet von der Firma Pasqué am 9. und 10. Juni 2017 in Bad Homburg. Die Frage- und Antwort-Session werden wir in den Vortrag integrieren. Also Herr Suda wird von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr sein Referat halten. Um 11.30 Uhr bis 12 Uhr komme ich nochmal mit dem Therapiespektrum von Vitamin C. Und um 12 Uhr bis 13 Uhr dann noch eine Stunde praktische Erfahrungen mit Vitamin C Hochdosis-Infusionen. Dann gibt es Mittagessen. 14.30 Uhr Pfarrer Sebastian Kneipp, Naturheilkunde, gesunde Ernährung. Darüber haben wir einige Buchempfehlungen schon gerade gemacht. Dann gibt es von 15 bis 17 Uhr Mikronährstoffe im Spannungsfeld von Ernährung und Gesundheit. Der heutige Stand der Forschung im Hinblick auf eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung. Um 17 Uhr gibt es eine halbe Stunde zu Vitamin D, um 17.30 Uhr eine halbe Stunde zu Vitamin K2, MK4 und MK7 und um 18 Uhr Zucker und Maissirup in der Lebensmittelbranche. Und damit mache ich das zu. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, alle, die hier sind, allen, die hier sind und in der weiten Welt, wer auch immer jetzt hier zuschaut. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Rainer Suda, ich bin Diplombiologe und Heilpraktiker und als solcher verstehe ich auch meine Arbeit. Ich bin nicht nur Naturheilkundler. Die Art und Weise, wie ich in meiner Praxis Naturheilkunde oder Heilkunde betreibe, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass ich versuche, Naturwissenschaft und Naturheilkunde zusammenzubringen. Das gelingt nicht an allen Stellen, das schadet aber nichts. Ich bin eben in der Lage, dann zu sagen, gut, dann mache ich es eben hier mehr naturwissenschaftlich oder lieber noch, ich versuche es mit den naturheilkundlichen Methoden und erreiche damit meine Erfolge in der Praxis und bin ausgesprochen zufrieden damit. Im Laufe meines Praxislebens ist es so gekommen, dass ich inzwischen zu Vitamin C eine sehr starke Beziehung entwickelt habe. Vitamin C ist etwas ganz Wichtiges, weil Vitamin C so vielfältig in unserem Körper eingesetzt wird, von der Natur. Und bei Erkrankungen eigentlich immer im Mangel vorliegt. Mehr zu meiner Geschichte werde ich nachher in meinem zweiten Teil sagen, über die Erfahrungen mit eigenen Vitamin C-Behandlungen bei den verschiedenen Krankheitsbildern. Hier möchte ich jetzt zu mir nicht mehr viel sagen, außer dass ich noch mal oder möchte ich noch einmal erwähnen, ich bin eben auch Naturwissenschaftler und es macht mir immer wieder eine große Freude, wenn ich Forschungsberichte höre oder von neuen Erkenntnissen erfahre. Und ich hatte eben in diesem Jahr die tolle Gelegenheit,
nach Bad Homburg zu fahren zu dem großen Vitamin C-Kongress. Das war eine Zusammenkunft von über 10, 11 verschiedenen Referenten aus der ganzen Welt, die ich der Reihe nach gleich nochmal vorstellen werde. Und es waren über 200 Teilnehmer als Zuhörer und als Diskussionsteilnehmer. Es war eine ausgesprochen kurzweilige Geschichte. Der Ablauf war ungefähr so, dass am ersten Kongresstag drei Referenten mit sehr langen, zweistündigen Vorträgen ihre Forschungsergebnisse vorgestellt haben. Und am zweiten Tag haben die restlichen Referenten in kürzeren Vorträgen ihre Ergebnisse oder ihre Studien oder ihre Anwendungsbeobachtungen in der Praxis bzw. in den Kliniken vorgestellt. Das, was mir dabei so unglaublich viel Freude gemacht hat, ist, dass ich festgestellt habe, dass viele meiner Vermutungen, die ich als Grundlage genommen habe, mich in meiner Praxis mit bestimmten Erkrankungsbildern zu befassen und die dann auch funktioniert haben, dass die deswegen funktionieren, weil das, was ich mir ausgedacht habe, bis jetzt eben auch dann zu einem großen Teil schon erforscht worden ist. Ich werde jetzt der Reihe nach durch die einzelnen Referenten gehen oder die Referenten der Reihe nach besprechen. Das kann auch mal sein, dass der eine oder andere ein zweites Mal in einem anderen Vortrag vorkommt, weil er ähnliche Sachen sagt oder weil ich es interessanter fand, die Inhalte, die dann kommen, zu einem anderen Vortrag dazuzunehmen, zu einem anderen Thema dazuzunehmen. Dies ist also der erste Teil. Sie sehen hier, es war eine internationale Vertretung, die Referenten kamen aus Quito in Ecuador. Vielleicht ist das für viele gar nicht so bekannt, dass in anderen Teilen der Welt als in Deutschland die Verwendung von Vitamin C eine ganz andere Bedeutung hat, als sie hier bei uns in Deutschland, die Rolle, die sie hier in Deutschland spielt. In Ländern wie Südafrika oder Südamerika, aber auch in den Ländern weiter östlich von dem uns bekannten westlich geprägten Europa spielt Vitamin C eine ganz entscheidende Rolle bei der Behandlung. Es ist schlichtweg einfach für die meisten Menschen kostengünstiger, sich mit Hochdosis Vitamin C behandeln zu lassen, als auf teure Antibiotika, Chemotherapeutika oder sonstiges Virostatika zugreifen zu müssen. Und deswegen wird also auch in vielen Teilen, es kommen einige Referenten aus Südamerika, die ihre Ergebnisse vorstellen. Interessante Thema, wenn man das jetzt übersetzt auf Deutschland, CRP-Werte und Vitamin C-Hochdosis bei Operationen. Wenn man sich das so anschaut, das C-reaktive Protein ist immer in unserem Blut zu finden, wenn wir einen Entzündungsprozess haben, einen durch Gewebszerstörung oder mit Gewebszerstörung einhergehenden Entzündungsprozess. Ein Entzündungsprozess bedeutet, dass der Körper versucht, hier eine Heilung hervorzurufen. Und um den Heilungsprozess in Gang zu bringen, spielt das C-reaktive Protein eine Rolle. Es kann aber auch im Extremfall, wenn es sehr stark ansteigt, anzeigen, dass die Situation vor Ort möglicherweise aus dem Ruder läuft. C-reaktive Protein wird in unserem Körper erhöht durch eine Infektion oder Verletzung. Infektion ist letztendlich ja auch eine Verletzung. Da sind eben von außen kommende Erreger, die in unserem Körper Gewebe zerstören und es kommt dadurch zu einer Verletzung und außerdem wird natürlich das Immunsystem angeregt.
Was macht das C-reaktive Protein? Das C-reaktive Protein bindet an ein Molekül Phosphocholin. Phosphocholin sitzt an der Oberfläche der Zellmembran von toten oder absterbenden Zellen. Und wenn CRP an Phospholipin dran gebunden hat, wie Sie in der unteren Hälfte des Bildes sehen, Phospholipin plus CRP, dann kommt es zu einer Aktivierung des Komplementsystems und das wiederum führt dazu, dass die Fresszellen anfangen aktiv zu werden. Das Komplementsystem ist ein Teil des Immunsystems und so kommt es dazu, dass die dass das C-reaktive Protein dafür sorgt, dass das Immunsystem in unserem Körper hier Ordnung schaffen kann. Also die toten oder absterbenden Zellen werden vom Immunsystem beseitigt, was dazu führt, dass wir geschützt sind vor Abfallprodukten aus dem sich zersetzenden Gewebe, was uns vergiften würde, und dass wir Platz schaffen für neue gesunde Gewebe, mit denen wir dann letztendlich wieder den Defekt ausgleichen können. Das C-reaktive Protein spielt eine große Rolle bei dem sogenannten Toll-like-Rezeptor. Ich will den Toll-like-Rezeptor auch als Teil des angeborenen Immunsystems hier vorstellen. Der erkennt nämlich die Zelltrümmer, die dann auf dem Makrophagen, wenn der Makrophage, das ist die Fresszelle, die Zelltrümmer, die kaputten oder toten Zellen aufgefuttert hat, dann nimmt er Bestandteile und steckt sie an die Oberfläche und die präsentiert er dann dem Toll-like-Rezeptor. Und das führt dazu, dass vermehrt CRP wieder produziert wird. Der Toll-like-Rezeptor erkennt Stücke von Erregern oder Zelltrümmern und aktiviert weiterhin die Makrophagen. Das, was der Toll-like-Rezeptor an der Oberfläche wahrnimmt, das sind die sogenannten PAMPs. PAMP ist die Abkürzung für Pathogen Associated Molecular Patterns. Das sind Bestandteile von Molekülen, die eben an der Oberfläche präsentiert werden. Und ich habe hier eine zweite Kategorie als Denkmodell dazu genommen. Ich habe nämlich die Dumps mit dazu genommen. Die Dumps sind von der Abkürzung her Damage Associated Molecular Patterns und sie haben ihren Ursprung in Traumata, im Myokardinfarkt, Diabetes Typ 1, Alzheimer, bösartige und infektiöse Erkrankungen und oder Folgen, die entstehen, wenn ein Organ in einen anderen Körper transplantiert worden ist. Ich verlasse jetzt ein bisschen den Vortrag, den die Referenten aus Quito, Ecuador, gemacht haben und gehe auf etwas ganz Aktuelles über. Das ist eine Untersuchung, die in München Großhadern durchgeführt wurde. Vor schon einer längeren Zeit hat es einen Versuch gegeben, dort die Folgen oder hat es einen Versuch gegeben, die Abstoßungsreaktionen und das schnellere Einheilen von transplantierten Nieren im Empfänger bei einer Nierentransplantation zu untersuchen und zu gucken, ob man da Einfluss drauf nehmen kann. Man hat also die Nieren genommen aus dem Spender und hat sie in einen Empfängerkörper eingesetzt, an den Blutstrom angeschlossen und die Erfahrung für wahrscheinlich jede Transplantation ist, dass wenn ein Spenderorgan plötzlich wieder von sauerstoffhaltigem Blut durchströmt wird, kommt es, weil der Stoffwechsel der Organzellen, des Spenderorgans noch nicht richtig funktioniert, zu einer irrsinnig großen
Anzahl von freien Sauerstoffradikalen. Und diese freien Sauerstoffradikale, die rufen Schäden an den Zellen des Spenderorgans hervor. Und diese wiederum produzieren dann bestimmte Stoffe, Zelltrümmer, oder die werden auf, bei Makrophagen präsentiert, und die setzen sich an die Toll-like-Rezeptoren und rufen dann eine Aktivierung des Immunsystems hervor. Und das Immunsystem greift dann das Spenderorgan an, gar nicht mal so sehr, weil es so fremd ist, sondern eben auch mindestens genauso groß ist der Anteil, dass das Spenderorgan eben diese Dumps präsentiert, also eine große Anzahl von gefährlichen Substanzen, die dem Körper zeigt, hier musst du aufräumen. Und dummerweise fängt dann unser Immunsystem an, das gespendete Organ zu zerstören und abzustoßen. Damit man das umgeht, hat man in diesen Versuchen mit sehr vielen Teilnehmern in den Anfangszeiten in das Blut, das in die Nieren hineinströmt, ein Enzym hineingegeben, das in der Lage ist, freie Sauerstoffradikale abzufangen und unschädlich zu machen, das ist die Superoxid-Dismutase. Ungefähr zur Hälfte der Versuchszeit stellte man fest, das entspricht nicht unseren Erwartungen. Man hatte gedacht, die sogenannten Frühreaktionen würden schneller eintreten. Unter Frühreaktion versteht man, dass ein gespendetes, implantiertes Organ sehr früh wieder seine Funktion aufnimmt. Das ging aber nicht. Also selbst mit Superoxid-Dismutase haben die Nieren nicht schneller gearbeitet. Daraufhin haben sich die Geldgeber zurückgezogen und das Ganze kam zum Erliegen. Der untersuchende Arzt hat 20 Jahre später aber alle Patienten, die an diesen Versuchen teilgenommen hat, nochmal wieder mit in eine Untersuchung hineingenommen und stellte jetzt überraschenderweise fest, es hat doch ein interessantes Ergebnis gegeben, nämlich dass die Anzahl der nicht abgestoßenen Nieren bei der Gruppe, die Superoxid-Dismutase bekommen haben, tatsächlich ausgesprochen deutlich geringer gewesen ist als bei denen, die keine Superoxid-Dismutase hatten. Und daraufhin hat er sich damit beschäftigt und hat sich überlegt, und dann hat er, und das haben dann später auch viele andere Forscher dran gewirkt, die sogenannten Dumps herausgefunden. Unter Dumps versteht man, ich habe hier einige mal ganz kurz aufgeführt, die sogenannten Hitzeschockproteine, ein bestimmtes Zellkernprotein unter zwei, interessanterweise die Harnsäure. Die Harnsäure, die in einem solchen Gebiet plötzlich in diesem Gewebe frei wird, das von den freien Sauerstoffradikalen angegriffen worden ist und als vorhandener Lockstoff für weiße Blutkörperchen dient und dann den weißen Blutkörperchen sozusagen die Anweisung gibt, friss mich auf. Und damit greift das weiße Blutkörperchen das Spenderorgan an. Und ATP, wenn ATP außerhalb der Zelle nach, in den Zellzwischenraum geht, dann wirkt es anlockend auf weiße Blutkörperchen, in dem Sinne, dass die sagen, hier ist etwas nicht in Ordnung. Da kommt etwas von drinnen aus der Zelle nach draußen, das heißt, es ist etwas nicht in Ordnung, ich muss hier eingreifen, und dann wird das entsprechende Gebiet, das entsprechende Gewebe, wird dann aufgefressen. Das heißt, es hat doch ein interessantes Ergebnis gegeben, und das ist etwas, was ich ganz interessant finde, und ich wage ja immer zu überlegen, kann ich mit ein ähnliches Ergebnis vielleicht auch mit einfacher Vitamin C Hochdosisbehandlung erreichen. Und da bin ich mal gespannt, ob irgendwann irgendjemand auf die Idee kommt und das mal selber mal ausprobieren wird. Das wird erstens sehr viel kostengünstiger sein und noch viele weitere interessante Effekte sowohl zum Anheilen als auch zum Wiederherstellung der Frühfunktionen und vielen anderen Dingen auch in dem Körper des Spenders, des Empfängers
in Gang setzen. Das will ich einfach nochmal übergehen. Ich komme da nochmal drauf zurück. Also durch Verletzungen und Infektionen kommt es zu einer Erhöhung des CRP-Spiegels und des Immunsystems. Und damit bin ich wieder bei dem Vortrag, nachdem ich meinen kleinen Ausflug gemacht habe. Nur damit es nochmal wirklich sich fest einprägt, Entzündungen führen zu einer Erhöhung von CRP und gleichzeitig kommt es zu einem starken Anstieg des oxidativen Stresses. Und jetzt haben Sie in Quito kleine Untersuchungen gemacht. Sie haben Patienten genommen, die eine Blinddarm-, eine Appendix-OP sich unterziehen mussten, und die wurden vor der Operation entweder zu einem Teil mit Vitamin C behandelt. Und wenn Sie sich die Balken anschauen und Sie gucken, wie groß sind die CRP-Werte, dann sehen Sie ganz links die beiden Balken rot und grün, die zu dem oberen blauen Kasten gehören. Nach der Operation wurde der CRP-Spiegel gemessen, ohne dass vor der Operation Vitamin C 15 Gramm intravenös verabreicht wurden. Da sind immerhin 26% mit sehr hohen CRP-Werten und nur sehr wenige 6 Patienten mit niedrigem CRP-Wert. Während es genau umgekehrt sich darstellt, wenn die Patienten 15 Gramm Vitamin C bekommen haben, dann haben wir 13 Patienten mit erhöhten CRP-Werten, aber immerhin 20 Patienten mit deutlich niedrigeren CRP-Werten. Das heißt also, das Ergebnis bedeutet, wir können mit Vitamin C die Reaktionen, die entstehen, weil wir ja bei einer Operation muss Gewebe zerschnitten werden, es werden Teile entfernt, es muss wieder zusammenwachsen. Da können wir also praktisch dafür sorgen, dass das geordneter stattfindet und dass wir keine überschießenden Immunreaktionen haben. Hier eine ähnliche Zusammenstellung bei Patienten mit Gallenblasen. Operationen ohne Vitamin C gab es keine erniedrigten Werte. Und mit Vitamin C doch immerhin 9 Patienten von 20, die einen niedrigeren CRP-Wert hatten. Wenn man das hier nochmal, das wurde auch vorgestellt, allgemein die Operationen, die dort im Krankenhaus in Quito in Ecuador durchgeführt wurden, da ist dann der Zusammenhang noch etwas deutlicher, dass dann eben von 6 plus 31 macht 37 Patienten nur 6 einen erhöhten hatten und 31 hatten einen erniedrigten CRP-Wert. Das bedeutet letztendlich, wir können einen Abschluss finden zu dem, was ich jetzt hier diesem Vortrag Ihnen mitteilen wollte, in dieser kleinen Zusammenfassung. Wenn Sie sich das jetzt hier angucken, dieses Bild werden Sie hinter jedem Vortrag sehen. Hinter jedem Referentenvortrag, den ich vorstelle. Und Sie sehen hier oben, CRP und oxidativer Stress wird mit dem Pfeil nach unten erniedrigt. Damit möchte ich den ersten Teil sozusagen abschließen und kehre jetzt gleich zum zweiten Teil zurück. Zum zweiten Teil. Da geht es um Vitamin C gegen Entzündungen und Allergien heute und in Zukunft. Auch der Referent hat hier versucht, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Das war Dr. Reitel aus Erlangen, auch ein sehr interessanter Referent. Es ging hier darum, dass es bei allergischen Zuständen um Moleküle geht, die in unserem Körper vermehrt gebildet werden, wie Histamin und ähnliche Moleküle, die natürlich eine regelnde Funktion haben, aber die auch gelegentlich überschießend produziert werden und dann systemische, schwerwiegende Prozesse in unserem Körper in Gang setzen, die dann auch teilweise lebensbedrohlich sind. Ich möchte hier unter Punkt 2 die Vasodilatation
unter Punkt 3 die Hypotonie und die Tachykardie, unter Punkt 4 die Ödeme, die Nesselsucht, die Krämpfe, unter dem vorletzten Punkt Asthma und ähnliche allergische Reaktionen und ganz unten die vermehrte Freisetzung von Salzsäure, was dann zum Beispiel auf Dauer auch zu Zerstörungen oder Störungen im Magen-Darm-Trakt führen kann. Kurz für diejenigen, die es interessiert, wie Histamin entsteht, kann man aber im Grunde genommen an vielen verschiedenen Stellen sich überall in Ruhe angucken. Ich will das gar nicht so weit ausdehnen. Wichtig ist, dass Histamin eben aus Vormolekülen gebildet werden. Bei, wenn Sie auf das Bild schauen, rechts oben ausgelöst durch reaktive Sauerstoffspezies, also letztendlich durch oxidativen Stress, wird Histamin vermehrt gebildet und hat dann seine entsprechenden Reaktionen. Sie sehen hier neben den roten Pfeilen links und rechts sozusagen dargestellt eine intrazelluläre Abbau, einen intrazellulären Abbauweg und rechts einen extrazellulären Abbauweg. Und letztendlich entstehen inaktive Spaltprodukte dieses Histamins. In der Zwischenzeit ruft es allerdings bestimmte Symptome hervor. Und die Symptome ruft es hervor, weil es als Botenstoff fungiert. Der Botenstoff, der an Zellen andockt, wie man hier sieht, Histamin an dem leicht rosa gehaltenen und mit HR1 bis 4 bezeichneten Rezeptor ansetzt und dann dafür sorgt, dass im Zellkern die DNA abgelesen wird für sogenannte Tumornekrosefaktoren. Das sind Stoffe, die bei der Regulierung der DNA-Tätigkeit eine Rolle spielen. Da habe ich mal kurz zusammengefasst, was macht ein Tumornekrosefaktor Alpha? Das ist ein sehr bekannter, ein immer wieder auftauchender Stoff. Er ist wichtig sowohl bei der Zellproliferation als auch bei der Apoptose. Zellproliferation ist wichtig, es bedeutet, die Zelle entwickelt sich, da gibt es eine Vermehrung. Bei der Apoptose wird der absichtlich herbeigeführte Zelltod ausgelöst. Ja, da braucht man gar nicht so viel davon der Reihe nach vorlesen. Ich möchte einen kurzen Hinweis noch geben. Ganz unten steht Steigerung der Aktivierung oder es steigert die Aktivierung der viralen DNA in unseren Genen. Das heißt, wenn wir eine Viruserkrankung durchmachen, einen Kontakt mit einem Virus haben, werden Teile dieser Viren in unseren Chromosomen, ja, Teile der Viren-DNA in unseren Chromosomen abgelegt und können dort über Jahre, Jahrzehnte schlummern. Der TNF-Alpha kann, wenn er in hohen Konzentrationen auftritt, dazu führen, dass die stille Infektion zu einer aktiven wird. Das heißt, es kommt wieder zu einer Reaktivierung. Ganz gegen Ende der Vorstellung wird das nochmal deutlich bei den Epstein-Barr-Virus-Infektionen, die plötzlich wieder auftauchen. So, man hat eine Studie ganz einfach gemacht, indem man geschaut hat, wie verhalten sich Menschen, die einen niedrigen Vitamin-C-Spiegel haben. Da kann man sehen, wenn der Vitamin-C-Spiegel, das ist dort, wo der erste Pfeil hin zeigt, der obere, kleiner als 10 ist oder bis zu 10 ist oder größer als 10 ist, dann hat man einen Anstieg des Histaminspiegels. Und wenn der zwischen 7 und 10 ist, dann hat man einen exponentiellen Anstieg. Das heißt, da haben wir schon eine Notwendigkeit, dass wir in die Hochdosisbehandlung gehen. Sogar die orale Einnahme von 1 Gramm Vitamin C bei über 3 Tage führt zu einer Abnahme
der Histaminkonzentration bei allen Teilnehmern. Und man hat hier in der nächsten Untersuchung 7,5 Gramm Vitamin C über eine Stunde infundiert, den Histaminspiegel gemessen. Und Sie sehen unter Norm den Normalwert zwischen 0,2 und 0,56. Die Einheiten spielen hier für mich im Moment keine Rolle. Und das ist dann immer in den nächsten Bildern dargestellt vor der Infusion und nach der Infusion. Da sieht man, dass 89 Teilnehmer, von denen 70 eine virale Infektion der oberen Atemwege hatte. Wenn Sie jetzt auf den vierten Punkt gehen, 7,5 Gramm, haben Sie eine Abnahme des Serumhistaminspiegels. Und das 19, das wäre dann die unter dem Punkt 3, die 19 Patienten, die eine allergische Erkrankung hatten, die haben, davon haben die 19, haben immerhin 14 eine starke Abnahme von Histamin in ihrem Blut. Hier nochmal eine andere Zusammenfassung, das brauche ich gar nicht weiter auszuführen. Hier ist es interessant, dass dort klar wird, je höher der Histaminspiegel ist, wenn Sie an den vorletzten Punkt gehen, die Allergieuntergruppe hat einen höheren Histaminspiegel gehabt als die durch eine Infektion erkrankte Gruppe, dann ist bei einem höheren Histaminspiegel die Abnahme auch deutlich stärker. Das heißt, je mehr die Histamin-Homöostase aus dem Ruder gelaufen ist, umso mehr kann man auch einen Einfluss über eine Vitamin-C-Hochdosis-Infusion gewinnen. Hier sehen wir die Ergebnisse dieser Studien. Vitamin C wirkt als physiologischer Regulator der Histamin-Homöostase und je höher der Histaminspiegel, umso stärker kann Vitamin C seine proinflammatorischen Wirkungen entfalten oder die von Histamin korrigieren. Und jetzt sehen wir einen Ausblick in die Zukunft. Da haben Sie angefangen, oder hat er angefangen, Patienten zu nehmen, die mit Vorhofflimmern eingeliefert wurden, notfallmäßig. Und da sehen Sie die rote Gruppe mit einem Histaminspiegel von 0,52 plus minus bis 0,74. Wenn Sie an die Norm gucken, in der untersten Zeile 0,2 bis 0,56, dann ist das also zum Teil deutlich erhöht. Und in der Kontrollgruppe waren die Spiegel bei 0,24. Und wenn Sie daran denken, dass eben H2O2 entsteht, das sich an die T-Zellen bindet, an die T-Zellrezeptoren, dann kommt es dazu, dass sich das ganze Immunsystem entwickelt. Es kommt zu einer Vermehrung und eine Spezialisierung der Immunzellen auf Helferzellen, zytotoxische Zellen und die Zytokine, und damit wird auch vermehrt Histamin freigesetzt. Es kommt auch eben zu der Aktivierung der Mastzellen in dem unteren Punkt durch die reaktiven Sauerstoffradikale und Antioxidantien wie Superoxid, Dismutase und Vitamin C stoppen diese H2O2-Produktion. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, die Spezialisierung der Immunzellen, dass also Suppressor, Helferzellen, Killerzellen, Mastzellen sich weiterentwickeln, das wird nicht beeinflusst. Vitamin C hat also wirkt nicht immunsuppressiv, wirkt aber antientzündlich und antiallergisch. Damit würde ich jetzt einfach hier weitergehen. Wenn ich das hier noch einmal stehen lasse, wir sehen jetzt hier wieder das Abschlussbild
für diesen Vortrag. Und da sieht man, der Histaminspiegel wird gesenkt und der H2O2-Spiegel wird gesenkt. Durch die Gabe von Vitamin C Hochdosis. Das wäre sozusagen das Ende des zweiten Vortrags. Unten finden wir noch, es wirkt antientzündlich und antiallergisch, stört aber nicht die Immunabwehr. Das ist ganz wichtig. Wir können die Explosion aus einer sinnvollen Reaktion, die ja manchmal stattfindet, die können wir reduzieren, indem wir Vitamin C geben. H2O2 wird reduziert, Histaminspiegel wird reduziert, Entzündung wird runtergefahren, Allergien werden runtergefahren, aber der Immunprozess kann ohne Probleme ablaufen. Jetzt komme ich zu Referenten aus Kolumbien, die über das Zika und das Chikungunya-Virus geforscht haben. In Südamerika gibt es ja ganz intensive Probleme mit diesen beiden Viren. Das Chikungunya-Virus ist übrigens auch in Frankreich schon angekommen und fordert dort auch immer wieder ganz viele Erkrankungsfälle. Zika-Virus ist für uns bekannt geworden, weil es möglicherweise oder wahrscheinlicherweise bei Schwangeren wahrscheinlich während der ersten drei Schwangerschaftsmonate zu einer schweren Schädigung des ungeborenen Kindes führt. Ich schwanke immer hin und her mit meiner Meinung, dass ich sage, es ist möglicherweise so oder es ist tatsächlich so. Der Grund, warum ich hin und her schwanke, ist, dass ich eine wichtige Information noch nicht richtig für mich einordnen kann. Das Zika-Virus stammt ja aus Südostasien. Auch dort erkranken viele an dem Zika-Virus. Aber es wird aus dieser Region nicht berichtet, dass es zu großen oder zu auffälligen Fehlbildungen bei Ungeborenen gekommen ist. Trotzdem sind alle diejenigen, die in Südamerika an dem Zika-Virus erkrankt sind und schwerst beschädigte Kinder zur Welt gebracht haben, auch am Zika-Virus erkrankt. Das ist nur eine ganz wichtige Sache, dass man sich überlegt, was will ich damit eigentlich erreichen letztendlich. Wir bewegen uns immer wieder in einem Bereich, wo wir sagen, wir wissen noch nicht ganz genau. Wir haben noch gar nicht alles ganz genau erfasst. Und trotzdem können wir Wirkungen erzielen. Was ich an diesem kleinen Vortrag ganz besonders interessant finde, Herr Schendel hat es ja auch schon mal angedeutet, also erwähnt wird, dass es in den 1940er Jahren schon Versuche gegeben hat mit Herpesviren. Da wurde, wenn Sie jetzt unter Punkt 2 schauen in der letzten Zeile, da wurde so weit hoch infundiert, dass bis zu 210 Gramm täglich verabreicht wurden. Das ist doch immerhin interessant, dass viele Dinge für Vitamin C schon früher gemacht wurden und dann hat dann jahrzehntelang niemand mehr darüber nachgedacht und dann hat wieder irgendjemand was gemacht und die medizinische Welt, die naturwissenschaftliche Welt hat einen Aufschrei produziert und es hat immer Widerstände gegeben. Vitamin C hat immunologische Wirkungen in Hochdosisgaben. Es führt dazu, dass die Interferonproduktion angeregt wird. Ich mache jetzt hier einen kurzen Rückblick auf das vorhin. Ich habe gesagt, es stört nicht die Immunfunktion. Wenn sich Zellen, Immunzellen, weil sich CRP an die Immunzelle bildet, anfängt zu differenzieren, die Vorläuferzellen in dieser Entwicklungslinie und sagen, ich werde zur Suppressorzelle, ich werde zur Helferzelle, ich werde zur Killerzelle, dann müssen diese Zellen nachher, wenn sie dann in Aktion sind, wenn sie sich vermehrt haben, untereinander verständigen, dass in einem Bereich
eine gewisse, sagen wir mal, die Killerzellen hingeschickt worden sind, angekommen sind in einem Bereich und anfangen zu fressen. Und wenn sie einen Teil ihrer Fresstätigkeit durchgeführt haben, dann muss kontrolliert werden, müssen wir die jetzt mal langsam stoppen. Dann kommen die Suppressorzellen und fangen an, Botenstoffe zu produzieren, die die Killerzellen dazu bewegen, jetzt machen wir ein bisschen langsamer, es ist jetzt zum Schluss hier, du fängst jetzt schon an, das gesunde Gewebe aufzufressen. Dafür dienen die Interferone als Botenstoffe, zum Beispiel auch die Lymphozyten und jetzt hier nochmal die natürlichen Killerzellen, die werden hier reguliert und das Glutathion, was eine wichtige Rolle eben auch bei der Beseitigung von freien Radikalen spielt. Die Symptome von Zika sind vergleichsweise harmlos für den Betroffenen. Nur wenn es zu diesen Schicksalen kommt, dass die Neugeborenen diese schweren Schäden haben, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, finde ich. Die Betroffenen selber sind nach einer überstandenen Infektion immun und man nimmt vielleicht an, dass zum Beispiel in Südostasien die jungen Frauen als Mädchen, als Kinder, als kleine Kinder schon Zika-Virusinfektionen durchmachen und deswegen einen Immunschutz haben und deswegen auch eben es dort nicht zu einer Fehlbildung bei Ungeborenen kommt. Die normale Therapie bei Zika-Virus-Infektionen ist ganz einfach, so wie man das eben macht. Man guckt, wie sieht es aus, man guckt, wo kam er her, wo hat er sich aufgehalten, es könnte Zika sein. Und man behandelt eben symptombezogen mit Beruhigen, viel Trinken, leichte Schmerzmittel und so weiter. Natürlich kann der Heilungsprozess beschleunigt werden mit der Gabe von Vitamin C. Viel wichtiger und interessanter ist das Chikungunya-Syndrom, das, wenn Sie schauen, auch asiatische Arthritis genannt wird. Das Chikungunya-Virus hat eine viel, viel stärkere Ausprägung der Symptomatik und bringt etwas mit sich, was einige Viruserkrankungen machen, nämlich Polio, Herpes Zoster, die Post-Chikungunya Arthritis, die so schwerwiegende für die Betroffenen ist, dass die Schmerzen und die Bewegungseinschränkungen so groß sind, dass diese Patienten aus dem Arbeitsprozess ausscheiden müssen, weil sie gar nicht mehr arbeitsfähig sind. Was natürlich für die Betroffenen selber, deren Familien eine ganz, ganz, ganz große Problematik darstellt. Und hier kommt jetzt das Vitamin C dazu, denn das Vitamin C kann hier von Beginn an der Erkenntnis, auch wir haben einen Chikungunya-Erkrankten, 15 Gramm Vitamin C IV vom Tag pro Tag bis zu einer deutlichen Verbesserung gegeben. Dann weiter für mehrere Wochen, mindestens aber einen Monat lang, 7,5 Gramm einmal die Woche. Und dann weiter 7,5 Gramm im Monat. Und auf diese Weise kann die Postinfektionsarthritis aufgehoben werden oder verhindert werden. Das werden wir an anderer Stelle noch mal sehen bei der Situation mit der Post-Zoster-Neuralgie, wenn es darum geht, wie Herpes-Zoster-Infektionen behandelt werden können mit Vitamin C-Hochdosis. Das spielt sicherlich eine ganz entscheidende Rolle auch bei den Polio, bei den Kinderlähmungserkrankungen. Ich hatte die Hoffnung, dass ich das bei einer Patientin ausprobieren kann, die zu mir in die Praxis mit einer Post-Polio-Situation gekommen ist. Leider ist die Patientin etwas unzuverlässig und der Termin, der am Anfang dieser Woche da war, den hat sie schon mal wieder gar nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergehen wird, aber vielleicht kann ich zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal darüber berichten. Ganz neu jetzt hier, was kann man denn auch vielleicht Positives aus einem solchen Virus wie dem Zika-Virus finden?
Der Zicker dockt nämlich bei einem Ungeborenen, möglicherweise aber nur in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten, an den Vorläuferzellen von Nervenzellen an und tötet diese. Das bedeutet, wenn ein Ungeborenes immer weniger von seinen Nervenzellen hat als Vorläuferzellen, aus denen dann bestimmte Bereiche, bestimmte Teile des Gehirns sich dann entwickeln sollen, mit dem Älterwerden vorgeburtlich, dann ist nicht mehr so viel Grundlage da. Dann kann das Gehirn nicht so groß werden. Als Folge davon bleibt der Kopf klein und natürlich ist auch die Schädigung besonders groß. Die Markerproteine auf den Vorläuferzellen dieser Nervenzellen ähneln den Markerproteinen, die auf den Glioblastomzellen zu finden sind. Glioblastom ist eine Tumorzelle, die im Gehirn stattfindet. Der Tumor findet im Gehirn statt. Zika kann diese Stammzellen dort, die Vorläuferzellen, töten. Und so erhofft man sich, dass man ein Mittel gefunden hat gegen das Glioblastom, was sonst sehr schwer oder eigentlich gar keine Therapieoption hat, jedenfalls keine, die erfolgsversprechend sind. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Bild hier. Was finden wir hier? Die Interferonproduktion wird angeregt, die Lymphozyten werden genauso wie die Phagozyten und das Glutathion werden in vermehrtem Maße gebildet durch Vitamin C. Das heißt, wenn wir das uns angucken, es stört nicht die Immunabwehr, steht in dieser Spalte auf der rechten Seite ganz unten. Ganz im Gegenteil, es fördert sogar noch die Immunabwehr. Und es wirkt antiviral gegen Herpes, Zika, Chikungunya, viele, viele andere Grippe, also Influenza-Viren und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir weiter. Das ist ein Vortrag, der den Titel hat Vitamin C Hochdosis bei tumorbedingter Lymphopenie. Die Grundlage hierfür ist, wenn ein Tumor geschehen in unserem Körper ist, kommt es nicht selten dazu, dass ein Teil der weißen Blutarmee sozusagen, die Lymphozyten, immer weniger werden. Das ist ein Zustand, der heißt Lymphopenie. Das Vitamin C in der Hochdosis wirkt auf das weiße Blutbild. Es führt zu einem deutlichen Anstieg des TLC und einer deutlichen Verbesserung der Chemokinese und der Chemotaxis. Das heißt, es bewirkt die Aktivierung der Bewegungstätigkeit der weißen Blutkörperchen. Die werden versuchen, loszulaufen und zu suchen, wo kann ich etwas tun, um meinen Körper am Leben zu erhalten. Und das führt zu einer deutlichen Besserung des Zustandes des Patienten und das führt zu längeren Überlebenszeiten. Und jetzt haben wir hier keine weitere Ergänzung, das habe ich eben schon gesagt. Nächster Vortrag, das ist Herr Sahinbas, Dr. Sahinbas, der eine moderne, komplementäre Onkologie vorstellt. Und jetzt geht es darum, dass wir, wenn wir von einem Tumorgeschehen sprechen, wir ja oft das Problem haben, dass wir eine Behandlung haben, wenn das jetzt allgemein behandelt wird mit Chemotherapeutika, mit Bestrahlung, nach OP in der Regel, dass es dazu kommt, dass ein Gemisch von Anwendungen von Medikamenten eine tolle Wirkung hat. Das Tumorwachstum wird gestoppt, es wird eventuell auch reduziert. Der Tumor wird kleiner, aber nach einer Weile wird er wieder größer. Und das ist das Problem, dass in Tumorzellen und in Metastasezellen die Veränderungen der genetischen Ausstattung, die Veränderung im Sinne einer Tumorzellentwicklung immer mehr zunehmen.
bis es dann letztendlich 300, 400, 500 genetische Veränderungen sind. Und man muss dann eigentlich feststellen, huch, es hat ja, wenn man jetzt untersucht, wir nehmen eine Probe aus einem Tumor vor einem halben Jahr und jetzt, und dann stellen wir fest, das, was wir jetzt entnehmen, zeigt überhaupt keine Reaktion mehr auf das Gemisch von Chemotherapeutika oder auf die Strahlenkombination, die wir angewendet haben vor einem halben Jahr. Das wird hier nochmal in diesem Bild deutlich, dass es unterschiedliche unterschiedliche Gruppen gibt. Man muss eigentlich immer gucken, wie reagiert der Tumor auf das, was wir anwenden können. Und nach einer Weile muss man diesen Test wiederholen. Und dann kann ein Responder plötzlich zum Non-Responder werden. Und wenn er zum Non-Responder geworden ist, dann müssen wir uns überlegen, gibt es ein anderes Gemisch, was wir verwenden können. Hier nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Das übergehe ich einfach. Dieser Test wird gemacht, indem man aus dem Blut zirkulierende Tumorzellen abgreift, sie vermehrt und dann testet, ob sie gegen bestimmte Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen oder Vorbehandlungsmethoden anfällig sind. Das ist hier nochmal ein Beispiel für dieses Testverfahren. Es ist ganz wichtig, dass selbst wenn ein Tumor operativ, chemotherapeutisch, strahlentechnisch, wie auch immer, aus dem Körper nachweislich, soweit man das nachweisen kann, entfernt wurde, findet man, wenn Sie auf der rechten Seite nachschauen, in dem blauen Kästchen die kleine Bemerkung, dass oft noch Jahre nach der Behandlung immer noch Tumorzellen als mittransportierte Zellen im Blut, im strömenden Blut zu finden sind. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Geschichte. Es war gerade auch bezüglich Vitamin C Hochdosisbehandlung bei Tumorerkrankungen sehr wichtig, die Erfahrung, dass Patienten, die schon eine Metastasebildung im Gehirn haben, dass diese sehr gut mit Vitamin C behandelt werden können. Ich möchte hier nochmal deutlich hinweisen, dass Vitamin C interessanterweise in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Das heißt, es kann auch zum Glioblastom hinein, was für viele Chemotherapeutiker ja gar nicht möglich ist. Das ist aber nur etwas, was ich sozusagen hier an der Stelle so deutlich sage, weil ich immer versuche, hoffnungsfroh zu sein und sagen, jetzt probieren wir es doch mal aus, vielleicht will es ja mal jemand probieren. Aber wir, die wir das anwenden, das Vitamin C bei Patienten mit Hirnmetastasen, wir wissen das ja schon, dass es zumindest in die Metastasen hineinkommt, auch wenn die Metastasen jetzt von anderen Zellen dorthin eingewandert sind. Und wenn die Hirnmetastasen auf die Vitamin-C-Gabe alleine oder mit Beibehandlungen mit einer Verringerung oder gar mit einem Verschwinden aus dem Nachweisbereich reagieren, dann sollte man nicht zu voreilig mit der Behandlung aufhören. Wer sich zu sehr darauf verlässt, dass der nicht mehr mögliche Nachweis erbracht wurde, nicht, dass ein Nachweis einer Metastase im Gehirn nicht mehr erbracht werden kann, dass wir jetzt gar keine Metastasezellen mehr haben, wenn man sich dadurch veranlassen lässt, dass man aufhört mit der Behandlung, dann dauert das in der Regel keine 4 bis 8 Wochen, dann hat man eine neue oder mehrere neue Metastasen. Und die wiederum sind so heterogen in der Genausstattung, dass sie in der Regel nicht mehr auf egal welche Behandlung ansprechen. Also lieber über Monate und Jahre Hochdosis Vitamin C noch weiter durchzuführen, das empfehle ich, weil es eben
um die immer noch im Blut zirkulierenden Tumorzellen geht, die dann eben doch noch mal irgendwo im Körper erwischt werden. Substanztestung im Vorfeld ist deswegen wichtig, weil die Lebensqualität verbessert wird, die Ansprechraten sind deutlich höher und die Verlängerung des Überlebens bzw. auch eventuelle Heilungen sind eher wahrscheinlich. Interessanterweise nimmt er hier auch noch die Hyperthermiebehandlung mit dazu. Er arbeitet nämlich in seiner Klinik einmal mit der Hyperthermie im Vorfeld und sagt dann, ich nehme die Hyperthermie und dann kommt eine Chemotherapie und oder eine Behandlung mit Antioxidantien alleine oder gemischt mit der Chemotherapie oder ich gebe beides hintereinander. Und da hat er ganz interessante Ergebnisse gefunden. Antioxidantien liefern keine Hinweise darauf, sie würden die Wirkung von Chemotherapeutika beeinträchtigen. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig und das muss noch viel, viel häufiger nachgewiesen werden, damit es endlich aufhört, dass man so große Zeitabstände einhalten soll, damit man in seiner Praxis als Vitamin-C-Therapeut keinen Ärger bekommt. Zeitabstände vor und nach der Gabe eines Chemotherapeutikums oder vor und nach einer Durchführung einer Strahlenbehandlung, weil wir auf diese Weise eben nicht nur nicht die Chemotherapie oder die Strahlenbehandlung behindern, sondern dass wir sie sogar noch unterstützen, was in vielen anderen Untersuchungen rausgekommen ist. Die Überlebenszeit und die Geschwulstantwort wird verbessert. Ich gehe mal einfach mal weiter. In der untersten Zeile ist es jetzt interessant, dass unter den Antioxidantien, die vorhin, eine Folie vorher erwähnt wurden, als Summe von vielen Stoffen, nicht nur Vitamin C genommen wurde, sondern auch Curcumin, Iscador, die Velida-Präparate aus der Mistel und Quercetin und viele andere. Quercetin spielt ja auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir über die Regelung der Stoffwechselvorgänge in einer Zelle zu sprechen kommen. Ich will es nur erwähnen, es geht hier nicht nur um Vitamin C, es geht um all diese Stoffe, die letztendlich eine antitumoröse Wirkung haben, die aber möglicherweise, weil bei den Betroffenen und bei den Behandlern das Wissen zu sehr darauf fokussiert ist, oh, ich will naturheilkundlich arbeiten, ich arbeite jetzt mit zum Beispiel mit Curcumin und stelle fest, ja, es hat eine gewisse Wirkung, aber nach einer Weile explodiert der Tumor dann doch. Da müsste man einfach weitergehen und sagen, ich suche mir Co-Therapeuten, die dann sagen, ich mache eine Entnahme vom Blut. Ich gucke in dem Blut, in den dort gefundenen Zellen, wie sind die Empfindlichkeiten. Und ich wiederhole in bestimmten Abständen diese Blutentnahmen noch. Dann mache ich eine Hyperthermie und mache den Tumor empfindlich, mache die Zellen empfindlich auf die entsprechenden Präparate, die ich einsetzen will. Und dann gucke ich mir das Ergebnis an, reagiere wieder mit einer neuen Untersuchung, mit einer neuen Substanztestung und so weiter. Hier ist das nochmal zusammengefasst. Hier hat man bei einem PSA-Anstieg geschaut, wie kann man diese PSA-Situation bei den Patienten verbessern, sprich, wie kann man dazu auf den Körper des Patienten einwirken, dass in seiner Prostata die Tumorzellen des Prostatakarzinoms deutlich weniger eingehen, sterben, weil sie einen schnelleren Stoffwechsel haben, weil sie uneffektiv arbeiten. Und PSA bedeutet ja im Blut, dass ein Stoff, der in den Zellen drinne ist, frei wird, ins Blut verteilt wird und dann dort messbar ist, weil vermehrt Zellen zugrunde gehen. Und dann haben Sie dort, wo der erste Pfeil nach unten steht, Curcumin und IPT
als Infusion oder als Gabe gegeben und in der zweiten Stufe dann hat man, nachdem der PSA-Wert wieder angestiegen ist, Amygdalin und DCA gegeben und hat dann eine deutliche Steigerung, deutliche Abnahme des PSA-Wertes bei den Patienten bewirkt. Wenn wir uns das jetzt hier in der Zusammenfassung angucken, dann haben wir hier die Aussagen, dass die Interferonproduktion, die Lymphozytenbildung und so weiter gesteigert ist. Aber das da unten, das ist viel wichtiger, Hyperthermie erst als erstes durchführen, dann Chemotherapie und dann Vitamin C und andere Antioxidantien. Jetzt komme ich zum Thema Mechanismen der spezifischen Antitumorwirkung des Vitamin C. Das ist ein Teil des Vortrages von Dr. Ionesco aus Neukirchen auch. Kurze Zusammenfassung, es gibt Stoffe, die, wenn sie von außen auf uns einwirken, die hier in dem blauen Kästchen dargestellt sind, Stoffe und Zustände, die auf die Zellen einwirken, dann führt das dazu, dass in den Zellen es zu einer vermehrten Bildung von Sauerstoffradikalen führt. Ich möchte hier nochmal ganz kurz rausgehen zu der Zusammenfassung des Vortrags ganz zu Anfang. CRP und Situation bei Transplantationen. Freie Sauerstoffradikale entstehen, wenn ein Transplantat, das lange vom Sauerstoffzufuhr abgeschnitten war, plötzlich wieder mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird, die Zellen drinnen aber schon auf Sparmodus geschaltet haben, jetzt mit dem Sauerstoff nichts Vernünftiges anfangen können, er flutet aber in die Zellen hinein und ein Teil der Sauerstoffverwertung läuft an, kann aber nicht weitergeführt werden und es bleibt bei Sauerstoffradikalen H2O2 zum Beispiel stecken. Dieses H2O2 häuft sich an und führt dazu, dass es zu DNA-Schäden kommt. Auch das ist zum Beispiel etwas Denkbares. Wir sind immer wieder, kommen wir auf Dinge zurück hier in dieser Zusammenfassung, die sitzen in Ecuador und in den USA und in Neuseeland und forschen und haben Ideen und Ergebnisse und es passt alles immer irgendwie zusammen. Da spielt Harnsäure eine Rolle und es spielt dann plötzlich in einem anderen Forschungsunterfangen spielt es auch wieder eine Rolle. Da spielt Histamin eine Rolle, da spielt CRP, da spielen freie Sauerstoffradikale eine Rolle und so weiter. Das ist es mir wichtig, dass das auch hier mit meiner Zusammenfassung klar wird. Es kommt eben dann zu DNA-Schäden und das führt in der Zelle zu großen Problemen. Auch Ionesco sagt, dass es je länger ein Tumor oder eine Metastase vorhanden ist, es immer schwieriger wird, die Behandlung mit einer festgelegten Sorte von therapeutischen Maßnahmen von Anfang bis zu Ende gleich durchzuziehen. In Punkt 3 und 4 ist etwas ganz Wichtiges. Das wird nach meinem Dafürhalten auch viel, viel zu selten berücksichtigt. In vielen Tumorzellen drinne gibt es eine irrsinnig große Anhäufung von chlorierten Pestiziden und polychlorierten Biphenylen, von denen man weiß, dass diese Moleküle und deren Metaboliten in der Lage sind, sich an die DNA zu binden und dann dort Genveränderungen, Mutationen hervorzurufen. Und es gibt eine große Menge von Tumoren, die Chrom, Selen, Zink, Kupfer als Halbmetalle angehäuft haben. Und es ist nicht ganz klar, ob diese vielleicht auch dann an einem Tumorgeschehen beteiligt sind. Dr. Ionesco hat gesagt, es wäre seiner Meinung nach ganz wichtig, vor der Gabe von Selen zur Stimulierung der Immunabwehr, um ein Tumorgeschehen zu bekämpfen, doch zu versuchen, aus dem Tumorzellen einen Nachweis zu finden, ob da drinnen nicht eventuell eine Selen
Anhäufung schon da ist oder eine Zinkanhäufung. Eisen spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Man hat gemeint, dass die Übergangsmetalle in ihrer krebserzeugenden Wirkung durch Vitamin C unterstützt werden. Auch das wurde immer wieder behauptet, es zeigt sich aber, dass das zumindest nicht der Fall ist. Das heißt, wir können mit Vitamin C eine antitumoröse Wirkung entfalten, ohne dass wir befürchten müssen, dass die tumorentstehende Wirkung der in der Tumorzelle vorhandenen Halbmetalle durch das Vitamin C gefördert wird. Jetzt habe ich hier mal so ein Bild aufgeführt. Wenn Sie einfach mal Ihren Blick werfen auf links unten, da sehen Sie zweimal dieses Abkürzel FE, das steht für Eisen und in der Mitte grün Vitamin C. Vitamin C wird gebraucht, um in der, das ist ein Schema, das darstellt, wie die Sauerstoffradikale unschädlich gemacht werden, beziehungsweise wie sie entstehen und wie sie dann Schäden auf die DNA oder auf die RNA ausführen, dass wir dafür Vitamin C und Eisen brauchen. Und es kommt dann letztendlich daraus dazu, dass man wieder hier sagen kann, Vitamin C als Hochdosis intravenös gegeben tötet selektiv die Tumorzelle durch H2O2-Bildung. Metallionen können die Wirkung von Vitamin C auf Tumoren beeinflussen. Vitamin C in der Hochdosis und Schwermetalle führen im Tumor zur Steigerung der Bildung von Superoxid und H2O2. Beides zusammen oder auch einzeln löst in der Tumorzelle den herbeigeführten Zelltod, die Apoptose hervor, und das muss letztendlich noch genauer untersucht werden. Jetzt bringe ich einen neuen Faktor, einen neuen Begriff hier hinein. Der Begriff heißt HIF, H-I-F. HIF steht für hypoxie-induzierter Faktor. Jede Zelle, auch die gesunde Zelle, ist durchaus in der Lage, auf die Verringerung der Sauerstoffzufuhr sinnvoll zu reagieren. Solange das Sauerstoffangebot in der Zelle groß ist, hat es die Zelle gar nicht nötig, sich um andere Energiegewinnungsmethoden zu kümmern. Aber wenn die mal nachlässt, weil der Blutdruck sinkt, weil wir älter werden, weil wir ohnmächtig geworden sind, im Kampf gegen den Säbelzahntiger oder dem Verkehrsunfall, weil wir während einer Operation einen Schock erlitten haben, weil wir eine schwere Infektion durchgemacht haben, weil wir eine arteriosklerotische Absperrung der Sauerstoffzufuhr in bestimmte Gebiete haben, dann müssen diese Zellen ja auf die Verringerung der Sauerstoffzufuhr reagieren können. Und das machen sie, indem sie, wenn weniger Sauerstoff in die Zelle hineinkommt, den HIF vermehrt produzieren. Und der HIF ist wieder ein Transkriptionsfaktor, also ein wie der Tumornekrosefaktor Alpha, der in den Zellkern der betroffenen Zelle dazu führt, dass es bestimmte Stoffe neu produzieren kann. Und einer der wichtigsten Stoffe ist das Erythropoietin. Das ist wahrscheinlich jedem geläufig. Das Erythropoietin wird gerne mal als Dopingmittel genommen. Dann heißt es, das ist ein EPO-Gedopter. Der hat sich das Erythropoietin spritzen lassen und hat damit eine höhere Konzentration von roten Blutkörperchen in seinem Blut hergestellt und hat damit dann einen Wettbewerbsvorteil, wenn er zum Beispiel eine sportliche Leistung erbringen soll. Er wird aber, weil das Blut dadurch in dem Fall wirklich dickflüssiger wird, wird er
dadurch auch seine eigene Gesundheit gefährden, weil es dann schneller gerinnen kann. Weiter werden verschiedene Gene vermehrt abgelesen, die für die Anpassung der, an eine Hypoxie, an einen Sauerstoffmangel notwendig sind. Zum Beispiel da unten unter Punkt 3 dann eben der VEGF, das ist der vaskulär endotheliale Growth Faktor. Das heißt, es kommt zur Einsprossung von neuen Blutgefäßen in die in den Bereich, in dem zu wenig Sauerstoffversorgung da ist. Und das ist ja auch in einer in einem Tumorbereich der Fall. Auch hier wiederum die Aussage, dass die Vitamin C in der Hochdosis zytotoxisch auf alle getesteten Krebszellen wirkt. Das Glutathion reduziert allerdings die Wirkung, wenn es gleichzeitig vorhanden ist. Und deswegen sollte man Vitamin C Hochdosis und Glutathion nicht am selben Tag verabreichen. Wenn wir uns angucken, was das hier für unsere Erkenntnis bedeutet, je länger ein Tumor, umso größer ist die Heterogenität in ihm. Das heißt, es wird immer schwieriger, diesen Tumor zu erwischen, weil er durch seine genetischen Veränderungen immer mehr Auswege findet gegen die Wirkung der Chemotherapeutika, aber auch gegen Quercetin, gegen Iscador, gegen Coumarin und gegen Vitamin C. Eisen steigert die Vitamin C-Hochdosiswirkung und Vitamin C-Hochdosis und Glutathion sollten nicht am gleichen Tag gegeben werden. Jetzt komme ich zu Dr. Busch. Dr. Busch berichtet über präklinische Forschungsergebnisse in der Behandlung maligner Melanome mit Vitamin C 7,5 Gramm. Das heißt nicht, dass er nur 7,5 Gramm gegeben hat. Unter Vitamin C 7,5 Gramm verbirgt sich die Umschreibung des Präparates von Pasco, das Pascorbin. Dr. Busch hat in der anschließenden Diskussion durchaus bereitwillig und freudig, möchte ich fast sagen, zugegeben und erklärt, dass er bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom tatsächlich innerhalb von 2 Stunden bis 200 Gramm Vitamin C infundiert. Und ich kann seine Worte nicht wiedergeben, aber wenn ich das in meinen Worten zusammenfasse, was er als Quintessenz von dieser mutigen Behandlung dann für Erkenntnisse gewinnt, dass er sagt, man kann förmlich zusehen, wie das Melanom weggebritzelt wird. Das wäre jetzt meine Version. Und Dr. Busch ist Dermatologe und schon so, das weiß aber auch jeder, dass wir immer mehr Melanome haben in der letzten Zeit und dass es darum geht, dass Vitamin C über die Bildung von freien Radikalen im Tumor eben die Tumoren angreift. Er hat interessante Untersuchungen gemacht, die ich wichtig finde, dass man sich damit schon auch beschäftigt. Er hat also Tumorzellen bzw. normale Zellen genommen. Wenn wir jetzt mal auf die rechte Seite gucken, da sehen wir in dem ersten weißen Kästchen unter dem Stichwort Kontrolle, das sind normale Zellen, ganz normale Hautzellen. Dann in dem zweiten Kästchen steht Nevus. Nevus ist das Muttermal. Dann finden wir den Primärtumor und dann finden wir die Lymphknotenmetastase. Und wenn wir jetzt nach links auf das Bild gehen und unter der Überschrift ohne Ascorbat uns anschauen, dann finden wir 4 Kästchen mit der Beschriftung 0. Was bedeutet, in der Untersuchung, man hat die Zelle genommen, hat geguckt, finden wir bestimmte Signale, die mit Magneten erzeugt werden in der Zelle, die darauf hinschließen lassen, dass Wasserstoffsuperoxid gebildet worden ist. Und das finden wir nicht. Kann ja auch nicht,
weil wir keinen Auslöser dafür haben. Der Tumor wird ja einen Teufel tun, selber Wasserstoffsuperoxid zu bilden, weil er sich damit seine Zellen selber kaputt machen würde. Und Vitamin C haben wir noch nicht dazugegeben. In der mittleren Spalte finden wir ein leichtes Magnetsignal, wenn wir in eine normale Hautzelle oder eine Gewebeprobe Vitamin C gegeben haben. In einem Muttermal ist die Reaktion schon deutlich höher. Im Primärtier ist die Reaktion sehr groß und in der Lymphknotenmetastase eines Melanoms ist sie groß. Ist das Signal groß. Das heißt, wir haben eine selektive Anhäufung von Wasserstoffsuperoxid in dem tumorösen Geschehen und im Metastasegeschehen. Und man kann nachweisen, dass Melanomzellen und frisch isolierte, also das frisch isolierte Melanomzellen aus Metastasen und Melanomzellen selber gegen Vitamin C hochgradig sensibel sind. Und da spielt dann nach Dr. Busch diese Gabe von 200 Gramm innerhalb von 2 Stunden eine ganz entscheidende Rolle, was zu diesem wirklich gravierenden, genialen Beobachtung führt, dass, ich wiederhole es nochmal, dass man eigentlich zugucken kann, wie das Melanom weggebrezelt wird. Vitamin C in pharmakologischer Wirkung, also Hochdosis, wirkliche Hochdosis, tötet Krebszellen allgemein ab. Diese Wirkung kann aber unter Sauerstoffmangel abgeschwächt sein. Da sind wir wieder bei dem HIV. Aus dem anderen Vortrag, dass wir sagen müssen, wir müssen aufpassen, dass wir dem Patienten seine Sauerstoffversorgung in dem Tumorgewebe erhalten, eher das sogar noch fördern. Und dafür ist die Gabe von Eisen eine ganz entscheidende Sache. Das sehen Sie in den Klammern. Fe als grün, von mir eingefügt. Alles, was grün ist, ist immer von mir, hat mit dem Referenten nichts zu tun. Aber es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir ja vorhin gesagt haben, Eisen kann auch die Wirkung von Vitamin C fördern. Im Tumorgeschehen, in der Produktion von H2O2. Und ich habe einige Patienten begleitet mit zum Beispiel Prostatakarzinom und ich war sowas von aufgebracht. Alle 6 bis 8 Wochen musste ich feststellen, wenn er sagt, ja, mein Arzt hat mir wieder Blut abgenommen, dann gucke ich mir das dann an, dass die Hämoglobinwerte bei einem Erwachsenen mit, sagen wir mal, 60 Jahren bei 8, bei 7 sind und niemand macht was. Die lassen das so. Jetzt nur mal, wenn ich jetzt mich als Arzt fühlen würde und ich will eine Chemotherapie machen, dann weiß ich, ich brauche für die Wirkung des Chemotherapeutikums in der Tumorzelle die Bildung von freien Radikalen. Ich kann aber freie Radikale, haben wir in dem vorigen Vortrag gesehen, bei den vorigen Referenten, ich kann freie Radikale nicht produzieren, wenn ich kein Eisen habe. Also kann ich mich jetzt nicht damit rausreden, dass der Tumor so heterogen geworden ist, dass er auf mein Potpourri von Wirkstoffen nicht mehr anspricht, sondern es ist einfach mein eigenes Unvermögen, die Situation zu erkennen, wie schaffe ich vernünftige Bedingungen, damit das Chemotherapeutikum, ob ich jetzt dafür bin oder nicht, ich als Rainer Suter spielt ja jetzt gerade gar keine Rolle, aber wenn ich es denn dann mache, dann muss ich es doch wenigstens so machen, dass es auch wirklich optimal wirkt. Und ähnlich ist das zweite in grün gehaltene Wort, heißt Laktat. Wir müssen aufpassen, dass der Tumor nicht übersäuert. Nicht? Otto Warburg mit seiner Erkenntnis, dass die Tumoren sich eine anaerobe Glykolyse heranziehen, weil sie eben im anaeroben Bereich intensiver wachsen können und dass sie Sauerstoff fürchten, weil daraus freie Radikale werden, die sie selber zerstören. Und Laktat haben wir eine Anhäufung, wenn wir zu wenig Eisen haben. Laktat haben wir, wenn wir eine Nierenerkrankung haben, eine Ausscheidungsproblematik, wenn wir viele andere Stoffwechselkrankheiten haben. Wir müssen gucken, wie ist die Gesamtsituation. Wir können nicht nur einfach sagen, da ist der Mensch und er hat hier einen Tumor und jetzt behandeln wir den Tumor. Wir müssen das Ganze sehen.
Und wir müssen sehen, dass der Patient behandelt wird. Als Ganzes. Nochmal auf den HIF zurück, aber das will ich nicht nochmal weiter ausführen. Jetzt komme ich nochmal, jetzt hole ich hier den UNESCO nochmal rein, zu dem Busch rein, weil der hier auch nochmal den HIF ganz besonders deutlich hervorholt. Nicht? In der untersten Zeile sehen Sie das, was ich gesagt habe, das war dieser VEGF, der vaskulär Epithelien Growth Factor, der zu einer Gefäßneubildung, zur Einsprossung in den Tumor führt. Der ist wichtig, weil er, das sieht man jetzt wieder als Transkriptionsfaktor, über 60 verschiedene Ablesevorgänge in der DNA macht, damit der Tumor sich besser versorgen kann. Und hier gehe ich jetzt einfach drüber hinweg. Man kann mit bestimmten Testverfahren sowohl die Sauerstoffversorgung in der Tumorzelle und in dem umgebenden Gewebe messen. In dem umgebenden Gewebe misst man dann die Entstehung des Laktates als Folge der abnehmenden Sauerstoffversorgung. Ich habe das mal hier so an einem kleinen Beispiel dargestellt. Wir haben eine Zelle mit Zellkern, die bekommt ihre Glucose und außen gibt es Sauerstoff, der soll in die Zelle hineinkommen und Glucose und Sauerstoff werden zusammengeführt über die bekannten Mechanismen Glykolyse, Zitronensäurezyklus, Atmungskette und als Ergebnis wird ATP produziert und wir haben eine gute Energieversorgung der Zelle. Jetzt gibt es aber eine Verringerung der Sauerstoffzufuhr, was dazu führt, dass wir eine Verringerung der ATP-Produktion bekommen. Das kann man mit dem OCR, Oxygen Consumption Rate, das gibt so ein Messverfahren, in der Zelle messen. Und wenn man Vitamin C gibt, dann wird die Blockade aufgehoben und wir haben wieder eine hohe ATP-Produktion. Wenn wir eine niedrige ATP-Produktion haben, dann bedeutet das ja, wir müssen jetzt diese hier nach außen gehen mit einem Pfeil. Das ist etwas, was ich, hier ist nochmal aus den Versuchen, dass schon ab 8 Millimol pro Liter 10 Minuten nachdem die Zellen mit 8 Millimol pro Liter geflutet wurden, es zu einer Steigerung der ATP-Produktion oder zu einer Steigerung des Sauerstoffverbrauchs kommt. Das ist also eine ganz schnelle Reaktion. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Wir haben hier unsere Glucose, wir haben den Sauerstoff, der von draußen rein will. Wir wollen ATP produzieren, das klappt alles toll. Das klappt jetzt eben dann doch nicht. Es gibt zu wenig Sauerstoff und was ist die Folge? Wir haben draußen eine Laktatanhäufung. Da haben wir die Übersäuerung. Übersäuerung macht Blutgefäße eng, fördert also den Sauerstoffmangel in der Zelle, fördert somit das saure und das hypoxische Milieu im Tumor, welches wir wieder mit der Vitamin C aufheben können. Auch das ist hier eine interessante Wirkung, was Vitamin C macht. Die Laktatbildung oder die Neubildung von Laktat nimmt schon ab bei 2 und bei 8 Millimol ab etwa 60 Minuten. Dauert ein bisschen länger, bis draußen dann weniger von der linksdrehenden Milchsäure ankommt. So, und was finden wir Neues hier dazu? Was kommt hier auf unser Plakat neu drauf? Vitamin C verhindert die Aktivierung von dem HIF bzw. HIF 1. Kommt ein neuer, weiterer Vortrag. Dr. Würer aus Salzburg mit der Rolle von Vitamin C bei chronischen Entzündungen. Kurzer Hinweis, ganz zu Anfang war Entzündung nach Operationen, Verletzungen, Infektionen. Jetzt haben wir chronische Entzündungen. Und wieder sind wir bei Vitamin C. Dr. Würer hat das einfach mal so zusammengefasst, sagt, chronische Entzündungen und sekundäre Mitochondrien-Dysfunktionen sind vielleicht zu sehen als der kleinste gemeinsame Nenner verschiedener Multiorganerkrankungen. Will ich an einem Beispiel darstellen. Das sind die Agenzien, also eine kleine Liste der Agenzien, die auf uns wirken können.
Viren, Pilze, Bakterien, Gifte, Lösungsmittel und so weiter, kann sich jeder in Ruhe durchlesen, wenn er es nochmal durcharbeitet. Was machen die denn, wenn die zu uns kommen? Sie rufen einen nitrosativen Stress hervor und oder eine chronische Entzündung. Diese blauen Kästchen dürfen aber nicht alleine bleiben, weil sie stehen ja mit, untereinander im Zusammenhang und mit anderen Dingen. Außerdem passiert etwas. Was ist nitrosativer Stress? Das Nitrotyrosin wird gesteigert in unserem Körper und wir bekommen vermehrt Stickstoffradikale. Stickstoffradikale rufen eine Mitochondriopathie hervor. Dadurch werden die Mitochondrien geschädigt. Die Mitochondrien Aufgabe ist es, ATP zu produzieren. Wenn sie geschädigt sind, produzieren sie weniger ATP. Das führt dazu, dass es in den Gefäßwänden und überhaupt im Körper zu oxidativem Stress kommt. Wenn es zu oxidativem Stress kommt, kommt es zur Anhäufung von LDL in den Blutgefäßwänden und wir bekommen eine Arteriosklerose. Das wiederum führt zu chronischen Entzündungen. Und die chronische Entzündung ruft die, sorgt dafür, dass wir Transkriptionsfaktoren hervorrufen oder Stoffe, die von Transkriptionsfaktoren vermehrt, die durch Transkriptionsfaktoren vermehrt gebildet werden, Histamin, Interferon, Gamma oder der Tumornekrosefaktor Alpha. Und alles zusammen bedingt sich gegenseitig. Und wenn wir jetzt als Quintessenz davon nehmen, wir haben eine chronische Entzündung, egal durch welche der vier blauen Kästchen, dann gibt es eine gesteigerte Immuntoleranz. Ich erinnere an die erste kleine Spalte auf der linken Seite, die ganzen Agenzien, die in uns entweder nitrosativen Stress oder eine chronische Entzündung hervorrufen und es gibt weitere Sensibilisierungen und wir werden auf immer mehr Stoffe anfangen zu reagieren mit chronischer Entzündung oder mit einer Mitochondriopathie. Der ATP-Mangel, den ich erwähnt habe, das ist eine der wichtigsten Ursachen für zum Beispiel das Fatigue-Syndrom, für die Fibromyalgie und alles mögliche andere. Ich möchte das dritte von unten hier kurz erwähnen. Chronische Infektionen werden reaktiviert. Epstein-Barr-Virus, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Wir bekommen bei Sauerstoffmangel, bei ATP-Mangel, also ausgelöst durch den ATP-Mangel, davor geschaltete Ursache ist der Sauerstoffmangel, bekommen wir eine Reaktivierung von alten viralen Infektionen. Und jetzt gehen wir ein bisschen aus der Genetik raus. Das muss sich hier mehr um epigenetische Prozesse handeln. Wenn sich so eine chronische Entzündung bei einem Menschen entwickelt, dann ist das ein Prozess, der über das ganze Leben läuft. Das will ich hier versuchen klarzumachen. Oder wenn wir eine Mitochondriopathie haben, das beginnt nicht erst ab im Alter, sagen wir mal 35, 53, 70 oder wie auch immer, sondern es beginnt eigentlich vorgeburtlich. Nach der Geburt geht es weiter, immer noch asymptomatisch, also keine Symptome. In der Kindheit, wichtig ist, hier gibt es überhaupt keine vernünftigen Laborwerte dazu, wenn man das in irgendeiner Weise nachweisen kann. Es gibt auch keine Symptome. Dann kommt die Jugend, die junge Menschen werden langsam sexuell aktiv, sind aber noch nicht in einem Alter, dass sie anfangen wollen, eine Familie zu gründen. Das kommt dann erst, die sexuell aktiven Erwachsenen. Ab der Zeit gibt es sehr viele Laborwerte und die Gene werden weitergegeben an Kinder. Das sind meistens epigenetisch veränderte Gene, die dann bei den Kindern weiter bestehen. Kurze Information nur, jeder Mensch bekommt durch alles, was auf uns einwirkt, ständig epigenetische Markierungen an seine Gene. Wenn eine Eizelle in einem Eierstock gebildet wird oder wenn eine Samenzelle im Hoden gebildet wird, dann wird in dem Bildungsprozess werden nahezu alle epigenetischen Veränderungen gelöscht. Interessanterweise solche pathologischen bleiben bestehen.
Dann kommt eine Schwelle. Plötzlich gibt es ganz viele ganz hochgradig ausgeprägte Symptome. Und dann kommen die verschiedenen Symptome und das Ganze eskaliert. Und dann haben wir viel C-reaktives Protein. Wir haben viele Tumornekrosefaktor Alpha. Wir haben viel Interleukine, die hier aufgeführt sind. Und das Ganze macht Probleme. Und Vitamin C senkt diese Stoffe. Und hier sind jetzt einige Studien, die will ich jetzt hier nicht gerade weiter ausführen. Vielleicht hier noch etwas gesagt. Fatigue-Score, was Sie hier sehen, das sind verschiedene Übereinkünfte, wie man die Symptomatiken bei einer Fatigue auf einem Fragebogen zusammenfasst. Ich will mich damit gar nicht aufhalten. Das ist dann in den Vorträgen so geregelt, dass der Dozent sagt, ich habe den Score genommen oder den Score. Es wurde nach 2 Stunden und nach einem Tag gemessen und nach 2 Stunden, wie man hier sieht, waren die Beschwerden gesunken und haben immerhin noch einen Tag angehalten auf dem niedrigen Niveau. Dabei ist aber die Vitamin-C-Konzentration hochgegangen, der oxidative Stress runter. Jeder kann sich dann weiter angucken, was für weitere Studien oder Ideen es noch gibt. Und das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Ach so, das lassen wir mal weg. Hier will ich mal etwas zur Harnsäure sagen. Harnsäure gehört ja auch zu den Stoffen, die ich vorhin als Dumps, Damage Associated Molecular Patterns erwähnt habe. Das spielt auch eine ganz entscheidende Rolle bei der Tumorentwicklung. HepG2 ist eine Leber-Tumorlinie, bei der das ausprobiert worden ist. Ob man Vitamin C-Hochdosis bei Gicht anwenden kann, um einen Gichtanfall zu kopieren, das muss noch sich herausstellen. Auf jeden Fall ist auch wieder eine intensive Wirkung auf den Histaminstoffwechsel da. Und hier hat man sich das angeguckt. Ich gehe mal hier von der Beschreibung zu dem Bild. Hier sehen Sie, wenn Sie links anfangen, ein hohes Niveau von Epstein-Barr-Virus reaktiviert, die abgenommen haben durch konsequente Vitamin-C-Hochdosis-Infusion, dann hat man leider zu früh aufgehört. Der steigt wieder an, hat wieder angefangen und erst dann konnte man es wieder so weit runterbringen, dass wir, sagen wir mal so, die sogenannten Post-Virus-Erkrankung eigentlich dann in den Griff bekommen haben. Und da haben wir ja die Post-Polio, da haben wir die Herpes-Zoster-Neuralgie und so weiter. Hier nochmal dasselbe für die Gürtelrose. Auch das kann sich jeder in Ruhe nochmal angucken. Wichtig ist vielleicht hier, dass unter Punkt 2 nur 6,4% der Patienten haben in dieser Beobachtungsstudie, die Vitamin C erhalten haben, haben in dieser Beobachtungsstudie die Post-Zoster-Neuralgie bekommen. Durchschnittlich sind es bei allen chemisch erreichten Vorbehandlungen zur Verhinderung der Post-Zoster-Neuralgie sind es 24% immerhin. Das ist eine deutliche Verbesserung, finde ich. Auch bei der Haut gibt es Veränderungen, also deutliche Veränderungen. Ganz wichtig hier, Atemwegserkrankungen, jetzt geht es in die wirklich schweren Fälle hinein. Da sehen Sie 12 Stunden nach Beginn der ECMO. ECMO ist extrakorpuläre membranöse Oxidation, das ist ein Beatmungsverfahren für Patienten. Ich gehe mal eine Folie weiter, gehe ich gleich nochmal zurück, der Lunge so aussieht. Da kann man sich, weil das alles so gruselig geworden ist, da sieht man, da ist kein vernünftiger Saueraustausch mehr möglich. Da sind Entzündungen en masse durch die Enteroviren oder Rhinoviren entstanden. Und das Vitamin C wurde mit der ECMO, der mechanischen Belüftung, gleichzeitig beendet. Und es gab keine Folgeschäden, wie zum Beispiel die Fibrinisierung, das ist ja dieses, dass dann da diese Ablagerungen gebildet werden durch das Ausschwitzen von Fibrin, was dann später ja unglaublich gefährlich ist, weil man muss das ja rausbekommen. Für den Helicobacter gibt es auch ähnliche Beobachtungen. Das will ich gar nicht so weit ausführen, weil es hier um Mausmodelle geht. Wichtig ist, dass hier wiederum es darum geht,
um die Bildung von Wachstumsfaktoren für Gefäße in der untersten Zeile bei Sepsis ist es wichtig, Vitamin C reduziert das Organversagen. Das haben wir hier bei der Fibrillisierung gesehen. Bei Patienten mit der schweren Lungenbeteiligung, es wird CRP und Procalcitonin als Entzündungszeichen werden deutlich gesenkt. Hier sieht man jetzt Kurven und die will ich doch kurz besprechen. Blau ist immer Placebo, das heißt also kein Vitamin C. Und dann sieht man in grün die Gabe von niedrig dosiertem Vitamin C und in rot die Gabe von hochdosiertem Vitamin C. Und die Veränderung auf der Y-Achse, also von unten nach oben, das ist die Veränderung vom C-reaktiven Protein. Und wenn man jetzt den Kurvenverlauf anguckt, grüne und rote Kurve bis etwa 72 Stunden unten auf der X-Achse, ist etwa gleich. Mit niedrig kommen wir nicht tiefer, aber mit hochdosiert. Ab der 72. Stunde kommen wir zu einem doch noch deutlich niedrigeren CRP. Und ähnlich sieht es aus bei Procalcitonin. Da setzt der Effekt schon ungefähr bei 30 Stunden ein. Also können Sie sehen, dass bei 30 Stunden die Wirkung von hochdosiertem Vitamin C auf das Absenken von diesem Entzündungsmarker Procalcitonin doch deutlich höher ist. Hier nochmal ein Fall von chronischem Skorbut. Und jetzt wollen wir einfach unsere Folie, unser Plakat ergänzen mit der weiteren Bezeichnung reduziert das Organversagen, reduziert Marker für Gewebszerstörung oder Gewebsverletzung wie CRP, Procalcitonin und andere. Also im Grunde genommen über ganz andere Wege wiederum, nicht über die Operation, nicht über die Verletzung, sondern jetzt über die Infektion und über die gefährlichen viralen Infektionen, die zum Tode führen können und über deren Nachwirkungen, dann hier eine ganz wichtige Sache. Dann kommen wir zu Dr. Quentner aus München, der zur komplementären Krebstherapie was sagt, effektive Nutzung der Vitamin C Hochdosis. Therapie kombiniert mit weiteren Behandlungsoptionen. Auch hier die Bemerkung, dass wenn wir auf die Gene gucken, eigentlich zu dem Ergebnis kommen müssen, dass das Krebsgeschehen für uns völliges Stochern in der Dunkelheit ist. Jetzt kommt der Sahinbas wieder dazu, der ein tolles Experiment gemacht hat und da müssen wir alle uns Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet. Sie sehen auf der linken Seite Tumorzellen und auf der rechten Seite Nicht-Tumorzellen. Grün ist Nicht-Tumor und pink ist Tumorzelle. Jetzt hat man den Zellkern der Tumorzelle herausgenommen und den Zellkern der gesunden Zelle hat die vertauscht. Man würde jetzt erwarten, dass die vertauschte Tumorzelle frei ist von der zwanghaften Entwicklung zum Tumorgewebe und muss feststellen, Pustekuchen, es wird doch. Und da müssen wir über all das, was ich jetzt hier zusammenfasse, was über Vitamin C und über alles andere bekannt ist, uns noch immer, denke ich, viel weiterführende Gedanken machen, dass wir doch noch andere Geschehen in den Zellen haben, die nichts mit den Genen zu tun haben können. Bin mal gespannt, was da mal herauskommt. Hier wieder die Hyperthermie, die ganz wichtig ist. Und damit bin ich hier schon zu Ende. Was haben wir da? Da haben wir unser neues Poster. Da ist was bei dem zusammen. Ich weiß was. Mein Fehler. Ich gehe in die falsche Richtung. So. Hier nochmal die H2O2-Produktion, wenn die Vitamin C-Konzentration ansteigt. Der Sahinbas meint nachgewiesen zu haben, dass wenn Vitamin C zu niedrig ist, dass das Tumorwachstum sogar gefördert wird. Hier nochmal das Bild. Andere Stoffe, die wichtig sind bei der Behandlung von Tumorgeschehen. Man soll nicht zu früh aufhören, Enzyme,
dass die Zähne eine wichtige Rolle spielen, eine Beobachtung auch von Schwendner, dass besonders die Sechser, wenn sie parodontös sind, dass bei Patienten dann besonders viele Tumoren im Mund, Rachen, Nacken und im Körper auftreten. Magnesium, wenn man schon mit Chemotherapeutika arbeitet, steigert die Wirkung von Cisplatin, aber schützt die Nieren vor Zerstörung. Und so geht es weiter und so weiter. Wichtig hier die Information, Vitamin C überwindet den Bluthirnschrank, es wird über Glukosetransporter in die Zelle aufgenommen. Eisen ist sinnvoll. Und hier nochmal eine Zusammenfassung und was kommt auf unser Plakat jetzt drauf. Viele naturheilkundliche Mitbehandlungen gibt es, die ich hier in dem Vortrag zusammengefasst habe. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Frau, Anitra Kar. Anitra Kar ist oder wohnt in Neuseeland. Und die forscht, die hat zwei Folienpakete mir gegeben, die ich auch getrennt betrachte, weil sie ihren Vortrag aus beiden zusammen gestaltet hat. Und ich betrachte diese beiden Folienpakete getrennt voneinander, weil sie auch eigene Inhalte haben. Intravenöse Gabe von Vitamin C fördert die Lebensqualität bei Krebs. Hier möchte ich einen kurzen privaten Einwand machen. Ich finde es immer so unglaublich schwierig, wenn wir über naturheilkundliche und nicht naturheilkundliche Behandlungen bei Krebs sprechen. Ich finde es deswegen so schwierig, weil es ganz oft die Entwicklung zeigt, dass die Behandlungen, die so gut gemeint wie auch nur irgendwie man sich das vorstellen kann, eine Besserung hervorrufen und dass trotzdem irgendwann das Geschehen aus dem Ruder läuft. Deswegen war es mir so wichtig, dass ich auch darüber informiere, dass endlich einige der naturwissenschaftlichen Vertreter endlich anfangen, sich Gedanken zu machen, kann ich überhaupt mit einem bestimmten Potpourri von Behandlungsmethoden, kann ich da überhaupt weitermachen? Oder sollte ich nicht eine Probe nehmen und sollte gucken, reagiert mein Tumor, meine Metastase noch auf das, was ich da gebe, weil ich habe das immer wieder erlebt, dass die Patienten werden behandelt und behandelt und behandelt, immer mit demselben, in der Krankenhaus, in der Stadt, ist das Usus, in dem Krankenhaus 2 Kilometer daneben wird anders behandelt und die Patienten sterben wie die Fliegen und gehen ein, nicht nur, weil sie den Tumor in sich haben, der gar nicht mehr behandelbar ist, weil er aus dem Ruder gelaufen ist durch seine Heterogenität, sondern auch durch die Nebenwirkung dieser schweren Medikamente und da kümmert sich keiner drum, wie es denen geht. Ich kenne die Situation von einem Oldenburger, der sehr intensiv Pankreas-CA-Patienten behandelt hat. Das war für meine Verhältnisse, was ich so aus der Entfernung und über seine Familie, Bekannte, die bei mir in der Praxis waren, oder über Freunde von ihm erfahren habe, von den Patienten erfahren habe und von diesem Behandler. Es war grausam, was der gemacht hat. Und dann hat er selber einen Pankreasjagen. Er hat aber nichts anders mit sich machen lassen, hat sich so quälen lassen und ist dann trotzdem. Ja, woran ist er denn jetzt eingegangen? Kann man so nicht sagen, aber ist ja auch egal. So, wir haben hier Anitra Kar, die kommt aus Neuseeland. Anitra Kar und Mark Levine, der als letzter dann kommt nach den beiden kleinen Blöcken von Anitra Kar, die sind in sehr renommierten Forschung tätig. Sie arbeiten beide in großen Instituten. Sie kannten noch mehr oder weniger Linus Pauling und haben mit ihm zusammengearbeitet. Auch Cameron und andere. Und sie haben im Vergleich zu den meisten, die ich heute vorgestellt habe, die die kleinen Vorträge gehalten haben, sie haben
andere Budgets, über die Sie verfügen können, andere Ressourcen, auf die Sie zurückgreifen können. Das ist jetzt das meiste, was ich vorher gesagt habe, sind Anwendungsbeobachtungen. Man hat eine kleine Gruppe genommen in der Klinik, man hat geguckt, ich habe hier, was weiß ich was, 2000 und sowieso, habe ich so und so viele Operationen gemacht, wie waren die CRP-Werte? Und einen Teil davon habe ich mit Vitamin C behandelt. Wie waren bei denen die CRP-Werte? Das sind kleine Mengen von Patienten. Da kann man vielleicht noch Zweifel haben, ob das ausreicht oder sowas. Aber hier wird mit viel größerem Publikum gearbeitet. Und beide haben auch, soweit ich informiert bin, immer mit Diabetes zu tun. Also in der Forschung, in der Diabetesforschung. Und das werde ich nachher nochmal in meinem Vortrag kurz mit eigenen Patientenbeobachtungen, ganz nur Einzelfälle, nochmal vielleicht ein bisschen deutlich machen, dass Vitamin C eben auch bei Diabetes Typ 1 und zwar bei Diabetes Typ 2 und bei Diabetes Typ 1 durchaus interessante Wirkungen zeigt. Das hier von Anitra Kahr, die mit dem grünen Balken gezeigten Vitamin-C-Werte von gesunden Menschen nur oral zugeführt ist, also mit der Ernährung zugeführt ist Vitamin-C. Und da sieht man, dass alle weiteren aufgeführten Probleme eben zu deutlich erniedrigten Vitamin-C führen. Die Pneumonie spielt eine Rolle, weil nachher dazu Bilder zu sehen sind oder bei Trauma. Das will ich jetzt einfach mal kurz übergehen. Hier sieht man die Zugabe von Vitamin C Infusionen. Da sieht man zwei Kurven. Wenn man mal die rechte Kurve, den rechten Knubbel sich anguckt, das ist, wenn ein gesunder Mensch Vitamin C Hochdosis bekommt. Wie sich die Konzentration von Vitamin C in seinem Körper entwickelt. Bei einem kranken Patienten, einem krebskranken Patienten, ist die Kurve nicht so hoch ausgebildet und die Sättigung ist schon viel früher erreicht. Das heißt, auch da wiederum gibt es Einflüsse, die der Tumor auf das Vitamin C hat, die wir in den ganzen Vorträgen, ich habe auch, weiß nicht, ob Sie, Herr Schändler, schon mal irgendetwas darüber gelesen haben, dass sich jemand damit beschäftigt hat, dass Vitamin C in Tumorpatienten gar nicht so hoch ansteigt, wenn man die gleiche Menge gibt und so weiter. Liegt das an dem immens hohen, schnellen Verbrauch oder was auch immer? Das weiß ich nicht. Da finde ich, muss noch eine ganze Menge mehr erforscht werden, damit wir da gut umgehen können. Auch hier geht es wieder um Standards. In dem Fall ist es der EORTC-Standard. Das ist mir egal. Ich will hier gar nicht sehr viel dazu sagen. Sie sehen hier auf der rechten Seite immer in diesen weiß umrandeten Kästchen, was sich alles verbessert oder verschlechtert hat, kann man sich in Ruhe angucken. Mir ist das gar nicht so wichtig, dass man das genauer sich auskennt. Das kann sich jeder selber angucken. Wichtig ist das hier, dass auch Anitra Kahr sagt, dass man eine Behandlungspause mit vor und nach der Chemotherapie machen soll. Das dient aber nur dazu, den Gegnern der Vitamin-C-Hochdosis-Infusion die Argumente zu nehmen. Wichtig ist auch da, Vitamin C im Körper in niedriger Konzentration, vorletzte Zeile, schlechte Lebensqualität, Vitamin C hoch, hohe Lebensqualität. Wichtig ist auch, dass Frau Kahr ganz deutlich hier nur von Lebensqualität spricht. Das, was man wirklich auch über auf Dauer neben der Lebensqualität verbessern kann, ist eben auch, dass man eine Verlängerung der Überlebenszeit verlängern kann. Es ist eben doch sehr schwierig, wirklich einen Tumor dann letztendlich zu besiegen. Unter anderem aber auch, weil wir zu früh aufhören oder weil wir andere Faktoren gar nicht so weiter berücksichtigen. Und was gibt das für unser Plakat? Eben die Verbesserung der Lebensqualität durch. Und jetzt kommt wieder Frau Kahr mit Saving Lives, mit with Intravenous Vitamin C. Da kommen jetzt Bilder dazu, die finde ich ganz wichtig. Die Funktion von Vitamin C im menschlichen Körper. Vitamin C ist ein Kofaktor, ein Coenzym für andere Enzyme. Das Leben ist entstanden, weil
die Natur es geschafft hat, Strukturen zu bilden, die in der Lage sind, aus einem Molekül zwei zu machen oder aus zwei Molekülen eins zu machen. Das ist im Grunde genommen erstmal was ganz Banales. Man braucht etwas, was man reaktives Zentrum nennt. Das ist meistens ein Metallion. Und wenn man ein Molekül über dieses reaktive Zentrum legt, festhält, und dann verändert sich die räumliche Struktur, die Form des Enzyms, dann wird ein Knick erzeugt und der Knick erlaubt es nicht mehr, dass die Atombindung an einer bestimmten Stelle aufrechterhalten wird und letztendlich hat man zwei Moleküle. Dabei entstehen immer Abfallstoffe. Und diese Abfallstoffe sind Elektronen und Protonen. Und diese Elektronen und Protonen haben nichts anderes im Sinn, als sich so schnell wie möglich wieder mit irgendwas zu verbinden. Und da greifen sie, weil es gleich daneben ist, sofort das Enzym an. Und das Enzym ist dadurch kaputt. Hat einmal gearbeitet und ist kaputt. Bei einer Umsatzzahl von der Carboxygenase von 2 Millionen pro Sekunde, von 2 Millionen Arbeitsschritten pro Sekunde, ist das einfach ein absoluter energetischer GAU für eine Zelle. Das kann sich nicht leisten, ständig nur für eine Reaktion ein Enzym zu bauen. Und da hat es geguckt, die Natur, was diese Zerstörung aufhält. Und da hat es die Coenzyme gefunden, das sind in der Regel Vitamine, die können diese Krümel aufnehmen. Vitamin C ist eines von diesen Coenzymen, es wird inaktiv, muss dann ausgeschieden werden. Dafür ist es billig, sowohl in der Natur oder beziehungsweise es wird vom Körper selber produziert, bei uns Menschen eben leider nicht. Andere Kofaktoren, andere Vitamine können solche Krümel aufnehmen und die bleiben intakt, sind aber jetzt damit beladen und die gehen an ein anderes Enzym, das zwei Moleküle zusammenbringt, braucht aber diese Klebstoffe und geben die dann dort wieder ab. So pendeln die immer hin und her. Also Vitamin C ist ein Kofaktor, ein Enzym-Kofaktor oder ein Coenzym. Es ist wichtig, um die dreidimensionale Struktur eines von Proteinen zu ermöglichen. Die Endstruktur eines Proteins spielt nachher bei meinem zweiten Vortrag bei der Kollagenbildung eine Rolle. Es hat bei der Hormon- und Neurotransmitterproduktion, bei der Energieproduktion in den Mitochondrien und bei der Regulation des Stoffwechsels eine entscheidende Rolle. Hier sehen wir mal eine Zusammenstellung des Vitamin C-Spiegels. Von unten nach oben gesehen will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich will zu den Patientenfällen gehen. Patient 1 ist mit einer Pneumonie, mit einer Lungenentzündung im Jahr 2015. Da sehen Sie den Verlauf. Am Tag 2 hat er, wenn Sie unten gucken, in Gelb gehalten, die Vitamin C startet mit 200 Milligramm pro Kilogramm pro Tag. Da sieht man, dass von Tag 2 vor der Infusion bis Tag 4 schon eine deutliche Verbesserung da ist und dann bis zum Tag 7 auch. Das sind die bei schwersten Infektionskrankheiten möglichen Verbesserungen, die erreichbar sind. Hier geht es noch weiter, kann sich jeder weiter angucken. Das ist ein Patient mit einer schweren Situation, mit einem schweren Fall von Schweinegrippe. Auch hier wiederum 48 Stunden nach Beginn der Infusion eine deutliche Besserung der Lungenfunktion, weil die Lungenentzündung die Entzündung nicht mehr so zeigt. Also ein Mittel gegen Organversagen. Und wenn wir uns jetzt das, was ich gerade auch am Anfang so noch so hatte, wir haben eine Lunge, die ist wie die auf der linken Seite mit Ablagerungen, mit Entzündungen verkrisselt. Da haben Sie eine schlechte Sauerstoffversorgung der Zellen. Jetzt machen Sie die Sauerstoffversorgung besser mit anderen Nicht-Vitamin C-Mitteln. Dann haben Sie eine bessere Sauerstoffversorgung. Dann bekommen Sie in den Zellen, die lange Zeit sich daran gewöhnt haben, in ihrer Not mit wenig Sauerstoff auszukommen und nur noch auf hypoxischer Stoffwechselleistung arbeiten, bringen sie plötzlich in einen Ernährungszustand wie in einem Kaiserpalast
Damit können Sie gar nichts anfangen. Es bilden sich hochgradige Sauerstoffradikale, die das Organ selber angreifen. Das ist noch nicht mal das Transplantierte. Und das führt dann dazu, dass eventuell, obwohl es dem Patienten besser gegangen ist, er dann trotzdem mit Lungenversagen zum Tode kommt. Das sind die Zusammenhänge. Und da kann das Vitamin C das verhindern. Das Vitamin C hilft gegen das Organversagen. Hier haben wir das dann nochmal dargestellt. Hier eine Form von Versagen ist eben, dass die Vasopressin-Adiuretin, also Produktion von Hypophyse, Hypothalamus, beeinflusst wird. Das wird verhindert durch die Vitamin C-Gabe. Und da sind wir wieder bei unserem Plakat. Und da haben wir hier ADH, Vasopressin oder Adiuretin, benötigt Vitamin C. Und Vitamin C, wenn es niedrig ist, ist die Mortalitätsrate, also die Sterbehäufigkeit bei Sepsis, deutlich höher. Habe ich, glaube ich, ziemlich deutlich machen können an den Bildern. Die Bilder, die muss man sich in Ruhe angucken. Ich habe sie einfach aus dem Vortrag übernommen. Das ist einfach beeindruckend. Ich, aus meiner eigenen Tätigkeit früher in der operativen Intensiv oder anderen Stationen in verschiedenen Krankenhäusern, muss ich sagen, wenn man solche Röntgenbilder sieht, da kriegt man das kalte Grausen. Wenn man dann den Patienten in seinem Zustand auf der Intensivstation sieht, mit was für einer intensiven Überwachung und Apparatemedizin er am Leben erhalten wird, und dann sieht man, was wir tun oder getan haben, ist das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und es wird besser und besser und dann zack, weg ist er. Und da würde einfach Vitamin C noch zusätzlich reinlaufen lassen. Stört nichts. Die ganzen Medikamente, ob man jetzt noch an dem Infusionsmischbänkchen noch eine Vitamin C-Infusion dazulaufen lässt und kostet. Gut. Marc Levine. Marc Levine war für mich, für diese Zusammenfassung, in gewisser Weise eine Herausforderung, weil Marc Levine der einzige Referent war, der keine Folien zur Verfügung stellen wollte, konnte, durfte, aufgrund seiner Arbeit für die amerikanische Gesundheitsbehörde. So die offizielle Begründung. Verweis alle seine Ergebnisse, die er in den Folien gezeigt hat, findet man in der Originalliteratur. Und nun bin ich ja nun eine Zeit lang schon aus dem naturwissenschaftlichen Geschehen raus, also so etwas zu lesen und zu interpretieren, wenn da irgendwie in einem Fach Englisch 20 Zeilen lang Inhalte präsentiert werden, die in einem vernünftigen Artikel in Deutsch für mich verfasst vielleicht 3 Seiten ausmachen würden mit entsprechenden Zeichnungen. Das ist dann so wie in der Mathematik, dass das so ist, das kann man ja voraussetzen, dass das jeder weiß und so weiter. Dann ist man dann am Blättern, wo finde ich die nächste Literatur, in der das bestätigt wird. Deswegen liefere ich hier nur eine Zusammenfassung. Marc Levine würde eigentlich an sich, genau wie Anitra K. oder Würer oder Gschwendtner, oder, die würden alle, wenn man sie vernünftig als Einzelpersonen würdigen würde, mindestens einen Tag, wenn nicht gar eine ganze Woche, könnte man über die reden und was die alles erforscht haben und herausgefunden haben und was wichtig ist und was man mal, so wie ich das versuche, in den Zusammenhang bringen sollte. Ich fange mal an. Da sieht man auch hier in der unteren Beschreibung, dass er eben auch wieder als Diabetiker gearbeitet, also als Diabetesbehandelnder gearbeitet hat. Niere, ganz interessant. Ich habe der Zusammenfassung den Titel gegeben, was macht Vitamin C? Hier habe ich eine Beschreibung. Vitamin C intravenös gegeben, auch oral, verteilt sich im Blut, das ist Punkt Nummer 1. Dann wird aufgrund des Vorhandenseins von Vitamin C H2O2 gebildet. Aber die Zellen der Blutgefäße und des Blutes bilden Katalase und Glutathion. Und Glutathion baut H2O2 ab. Im Blut, im strömenden Blut und nur dort.
Und das ist der Grund, warum andere sagen, und das finde ich ja ganz einleuchtend, es ist sinnvoll, Glutathion einzusetzen als Mittel, das dann aus dem Blut diffundiert in den Tumor und dort seine Geschehen hervorruft und seine Antitumorwirkung entfaltet. Aber wenn wir es gleichzeitig mit Vitamin C Hochdosis geben, dann treffen sich H2O2 und gebildet, weil wir Vitamin C haben und Glutathion im Blut, und wir machen uns sozusagen das zunichte. Und in der unteren, in dem unteren Block steht Vitamin C in der extrazellulären Flüssigkeit, verteilt sich wieder im Blut, wenn es intravenös gegeben wird, auch das oral gegebene, aber es geht auch in die extrazelluläre Flüssigkeit. Hier wird H2O2 gebildet, aber hier gibt es keine Katalase und kein Glutathion. Und hier kann dann das H2O2 die Tumorzellen angreifen. Das ist nochmal in einem schönen Bild dargestellt. Das kann sich jeder zu Hause oder in Ruhe angucken. Da sieht man in diesen Wölkchen immer das Eisen, das dabei wichtig ist, wenn wir H2O2 bilden wollen. Hatte ich aber schon ein paar Vorträge vorher gezeigt. Jetzt hat er Pankreaskarzinom-Patienten genommen, die mit dem Chemotherapeutikum Gemcitabine behandelt wurde, und hat folgendes Behandlungsschema entwickelt. 3 Wochen lang bekommt der Patient einmal pro Woche Gemcitabine, dann kommt eine Woche Pause und dann geht es wieder von vorne los. Also alle 4 Wochen immer dasselbe. Während der ganzen Zeit, auch in der behandlungsfreien Gemcitabine, behandlungsfreien Woche, wird 2-mal pro Woche, je nach Patient, zwischen 15 und 125 Gramm Vitamin C gegeben. Und über 4 Monate ist das durchgeführt worden, wenn die Patienten das gut vertragen haben. Die Nebenwirkungen bei manchen trotz Vitamin C-Gabe mit Gemcitabine zwingen manche Patienten, mit dieser Behandlung aufzuhören. Aber dann kommt es zu einer 9-fachen Abnahme der Primärgeschwulst. Das, finde ich, ist wichtig. Das ist eine bessere, eine deutlichere Abnahme, als wenn Gemcitabine alleine gegeben wird. Auch hier wiederum ein ganz klares Argument dafür, für die meisten Chemotherapeutika nicht a priori anzunehmen, dass Vitamin C die Wirkung des Chemotherapeutikums behindert. Vitamin C in der Hochdosis verändert nicht die Menge von Glutathion im Gewebe. Entschuldigung, im strömenden Blut. Das ist immer bei dieser Pankreas-CA-Situation. Und Gemcitabine und Vitamin C reichern sich im Tumorgewebe an, kann man nachweisen. Und es führt zu Markern, die vermehrt im Blut auftauchen und die anzeigen, dass es im Tumorgewebe einen oxidativen Stress gibt. Und den wollen wir ja. Und der zerstört ja die Tumorzellen. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Vitamin C wirkt. Und jetzt kommen wir in die Regulation in den Zellen hinein. Wir haben ja bis jetzt immer von außen die Wirkung, aber Vitamin C wird auch in die Zelle hineingenommen. Und die Aufnahme von Vitamin C in die Zelle, das will ich hier an diesem Bild, und damit komme ich gleich zum Abschluss von Marc Levin und auch von dieser Zusammenfassung, indem ich jetzt hier ganz kurz etwas zu diesem Bild sage. Es ist ein riesiges Bild mit einer irrsinnigen Fülle von Stoffwechselwegen. Das soll nur, ich habe trotzdem dieses Bild gewählt, weil es zeigt, es gibt irrsinnig viele Vorgänge, die in jeder Zelle ständig ablaufen. Und wir wollen mal unser Bild, unseren Blick auf das Zentrum werfen, von diesem Bild in der Mitte, wo ein blaues, 2 rote und ein schwarzes Ellipsoid zu sehen sind. Das ist ein riesiger Komplex von Molekülen, die von der Zelle gebildet werden, um alle verschiedenen Stoffwechselwege zu regulieren. Und dieser Komplex heißt mTOR, ein kleines M und 3 große Buchstaben TOR. Und mTOR reagiert auf die Versorgungssituation.
Wer sich das mal genauer angucken will, kann das besser sehen, wenn er sich das im Original anguckt. Dafür ist die Angabe da. Auf der linken Seite, da oben, wo der Zellrand ist, da sieht man den Glukoseeinstrom in die Zelle, den Fettsäureeinstrom, den Aminosäureeinstrom. Wenn gute Ernährungsbedingungen in der Zelle da sind, dann wird über mTOR geregelt, wir können uns hier in der Zelle leisten, mit den Ressourcen zu urschen. Wir können bauen, wir können wachsen, wir können Müll produzieren und wir können trotzdem überleben. Wenn wir Vitamin C in die Zelle hineinbekommen, dann wird mTOR auf den Sparmodus geschaltet. mTOR hat plötzlich den Eindruck, die Zelle befindet sich in einer Notsituation. Sie muss zurückgreifen auf die Ressourcen, die in der Zelle sind. Es kommt von außen nichts an. Es holt auch über die Tunnelproteine nichts mehr herein. Und dann wird Vitamin C durch eine Reaktion in der Zelle an dem mTOR-Komplex, die Apoptose, den künstlichen Tod, den absichtlich herbeigeführten Zelltod erreichen. Und das finden wir nochmal hier in unserem Poster sozusagen. H2O2 ist im Blut niedrig, selbst wenn wir Vitamin C Hochdosis infundieren. H2O2 ist hoch extrazellulär und wirkt über die H2O2-Produktion. Vitamin C wirkt über die H2O2-Produktion extrazellulär abtötend auf Tumorzellen. Und H2O2 und Vitamin C geht auch in die Tumorzelle hinein und wirkt über den riesigen Regelkomplex mTOR darauf, dass die Tumorzelle den absichtlich herbeigeführten Zelltod, die Apoptose, einleitet und auch von innen heraus abstirbt. Nicht nur von außen angegriffen wird, zerplatzt, kaputt geht, sondern eben auch von innen heraus kaputt geht. Und damit komme ich zum Schluss dieser Zusammenfassung. Ich finde, dass eine ganze Menge Zusammenhänge klar geworden ist und das macht unglaublich viel Spaß, sich mit diesem Themengebiet zu beschäftigen. Ich habe hier einen alten Kirschbaum, ein Foto, das mir mein Bruder zur Verfügung gestellt hat. Und den nehme ich meistens am Ende meiner Vorträge, weil ich nämlich dann sage, wenn wir das Richtige für uns machen, dann können wir gesund alt werden, blühen und elastisch bleiben. Und das ist das, was ich uns allen wünsche, mir und Ihnen und allen in der Welt, die zuhören. Und wir müssen uns informieren und machen und tun. Und dann sehen wir weiter, was die nächsten Vorträge also heute am Vormittag und am Nachmittag bringen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer bei YouTube, das war jetzt eine Zusammenfassung eines internationalen Kongresses in Bad Homburg, veranstaltet von der Firma Paske. In Europa gibt es Gesetze, die es verbieten, diese Vorträge öffentlich zu machen, weil wir Nicht-Fachkreise dafür ja zu blöde sind. Auf den Philippinen ist das anders. Eine Woche später, dieses Jahr, gab es einen internationalen Vitamin-C-Kongress auf den Philippinen und dort gab es vier Vorträge von Thomas Levy, wo ich ja zwei Bücher vorhin angesprochen habe. Dort können Sie dann die Originalvorträge sich anschauen. Wir haben heute versucht, die europäischen Gesetze, die es der Firma Paske verbieten, die Filmaufnahmen, die gemacht wurden, ins Netz zu stellen, so zusammenzufassen, dass Sie einen Eindruck bekommen konnten, was es für Forscher gibt, in Neuseeland, in Amerika, bei der Gesundheitsbehörde. Und wir erinnern uns, das alles gibt es nur, weil Linus Pauling sich geweigert hat, dem medizinischen Establishment nachzugeben und seine Behauptung zurückzuziehen, dass Vitamin C wirksam und bedeutsam sei. Deswegen wird von dem Gouverneur des Staates Oregon jedes Jahr
am 28. Februar für Oregon, für den Staat, ein Staatsfeiertag ausgerufen mit dem Namen Linus Pauling Day. Sie finden das Linus Pauling Institut heute, das früher in Kalifornien war, an der State University von Oregon. Dort gibt es unglaublich viel Informationen zu Vitamin C, zu der Forschung zu Vitamin C. Linus Pauling Institute Oregon, das finden Sie ganz leicht bei Google. Und wir wollen mal gucken, wie wir jetzt heute hier weiterkommen. Linus Pauling hat ja seinerzeit mit Cameron in Edinburgh terminale Krebspatienten behandelt. Und das ist auch in einem Buch zusammengefasst worden, Vitamin C and Cancer. Und diese Literatur von damals, in den 70er Jahren, ist jetzt wieder verfügbar geworden in einer neuen Monographie von Hickey und Saul, die Fragen ansprechen, die unser Gastreferent angesprochen hat, nämlich wie hoch kann man eigentlich den Vitamin-C-Spiegel bekommen, geht das oral nur so weit, geht das infusionsmäßig so weit, was macht liposomales Vitamin-C? Wer sich also für diese Wissenschaftsfragen und die dazu verfügbaren Studien interessiert, der kann sich das Buch Vitamin C and the Real Story beschaffen. Das gibt es leider nicht auf Deutsch, bedauerlicherweise. Was es auf unserer Homepage, die ich hier gerade so runterscrolle, gibt, ist eine Fernsehsendung in Deutsch von deutschen Redakteuren von 1991. Da finden Sie Linus Pauling in der Ausgabe 44 und 43. Und auf unserer Homepage gibt es interessanterweise einen Film von 1992. Und dort hat Linus Pauling einen Vortrag gehalten und Mark Levin. Und dort, in diesem alten Video, kann man auch seine Folien sehen. Allerdings die von 92, als er noch Doktorand war und noch nicht so berühmt, wie das heute ist. Sie finden hier auf unserer Seite auch noch weitere Videos von Susan Humphries, einer Nephrologin, die zwei Vorträge über Vitamin C im Netz hat. Einen Vortrag aus Schweden und einen aus Amerika. Und insgesamt ist die Homepage, die ich hier gerade runterscrolle, nämlich www.vonabisw.de für Sie die Anlaufstelle. Von dort gibt es dann Querverweisungen zu den noch größeren Homepages. Die Ursprungshomepage war ja www.vonabisw. Dort finden Sie dann auch die Filme von Kröschel aus Alaska über die Gerson-Therapie. Gerson ist ja ein deutscher Arzt, der wegen der Nazis nach Amerika ausgewandert ist und der terminale Krebspatienten in New York mit der Gerson-Therapie behandelt hat, mit einer Erfolgsquote, die so um die 50% changiert. Kröschel, dieser Filmemacher aus Alaska, hat drei Filme dazu im Netz über die Gerson-Therapie. Wenn Sie bei uns auf die Homepage gehen, finden Sie viele Links zu den Gerson-Therapie-Filmen. Und jetzt die schöne Frage, wie viel Gramm Vitamin C produziert eine gesunde Ziege täglich? Das sind 13 Gramm. Wenn sie krank ist, macht sie da mal locker 120 draus. Und wie viel Vitamin C bräuchte ein gesunder Mensch? Das changiert. Herr Suda kriegt schon bei 3 oder 5 Gramm den Durchfall. Ich kriege ihn bei 7 Gramm. Unsere Vizepräsidentin kriegt ihn bei 8 bis 10 Gramm. Und Linus Pauling hat mit 18 Gramm Vitamin C täglich, die er ungefähr von 1980 bis 1994 genommen haben, keinen Durchfall bekommen. Ich erinnere an die Literatur von Dr. Cathcart und Dr. Klenner. Und wenn Sie sich dafür interessieren, gehen Sie auf diese WAWB-Seite und gucken Sie sich all das Material an. Hier eine wichtige Zitatstelle von unserem Chemie-Nobelpreisträger Linus Pauling. Lassen Sie nicht das medizinische Establishment oder die Gesundheitspolitiker lassen Sie sich von diesen nicht in die Irre führen. Finden Sie selbst heraus, was die Tatsachen und Fakten sind und machen Sie aufgrund einer informierten, faktischen Kenntnis Ihre eigene Entscheidung, wie Sie ein glückliches Leben leben wollen und wie Sie für eine bessere Welt arbeiten können. Das war Linus Pauling. Dieser Link führt zu Folien, genau. Das ist eine interessante Präsentation. Sie erinnern sich, in dem Vortrag von Herrn Suda gab es diesen Fall des Schweinegrippenpatienten, wo Vitamin C eingesetzt wurde. Auf unserer Homepage www.vonabisw.de gibt es drei Sendungen.
Und zwar von neuseeländischem Fernsehen, auch 60 Minutes genannt. Und zwar über den Farmer Alan Smith, der mit Schweinegrippe in ein neuseeländisches Krankenhaus eingeliefert wurde und dort nicht mit Vitamin C behandelt wurde, weil das ja von hochgeahrten Medizinern als Blödsinn abgetan wird. Er war also dann am Life Support und sollte abgeschaltet werden zum Sterben. Daraufhin hat Dr. Levy aus Amerika mit seinen juristischen Kenntnissen dem Krankenhaus angedroht, wenn ihr den abschaltet ohne Vitamin C, dann habt ihr nachher einen Prozess wegen Totschlags am Hals. Und dann haben sie ihm wegen dieser Drohgebärde 25 Gramm Vitamin C infundiert. Lange Rede, kurzer Sinn, zweimal eine halbe Stunde, neuseeländische 60 Minutes, Alan Smith und der ganze Vortrag von Dr. Levy. Und das sind die Folien, die Sie sich da ausführlich angucken können. Vitamin C, Facts, Fiction and the Law. Wir machen weiter mit unserer Präsentation. Die Riordan-Klinik in Wichita in Kansas ist ja berühmt für ihre Krebstherapie mit Vitamin C. Und der ursprüngliche Begründer der Riordan-Klinik, der ist inzwischen verstorben, Hugh Riordan, der hat Bücher herausgebracht, nennt sich Mavericks. Und den dritten Band gibt es kostenlos hier im Netz. Die Bücher gibt es gedruckt noch zu kaufen, ein bisschen kompliziert. Ich habe so 3 Monate gebraucht, bis ich sie zu Hause in der Bibliothek habe. Und in diesem dritten Band finden Sie dann, das mache ich jetzt mal größer, da finden Sie dann biografische Texte über Kafka, über Cheraskin, über die Pioniere, die Frau Harrell, den Abraham Hoffer, den Linus Pauling und über Hugh Riordan selbst und den Roger Williams, der ja die Kategorie prägte, die biochemische Individualität. Das können Sie im Netz natürlich hier kostenlos lesen. So wie Sie im Netz die Definition der Aufklärung können Sie bei uns auf der Homepage lesen von Immanuel Kant. Ein wichtiger Hinweis für heute Nachmittag, wenn wir Vitamin D hochdosiert geben, müssen Sie mit Vitamin K2 supplementieren, das dürfen Sie aber nicht, wenn Sie Marcomar einnehmen. Also achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie Vitamin K2 einnehmen, kein blutverdünnendes Mittel vom Arzt verschrieben anwenden. So, das Arbeitsbuch zu unserem Workshop, 700 Seiten, davon 70 Seiten Leerseiten für Notizen. Das bekommen Sie umsonst, aber nicht gedruckt, sondern als PDF. Das finden Sie hier. 700 Seiten, baut sich langsam auf, genau. Da können Sie sich das dann im Netz angucken. Ich bin kein PC-Leser, ich lese keine 700 Seiten am PC. Ich habe mir das natürlich gekauft, das ist von uns. Das ist in der Schriftenreihe der Bürgervereinigung Isenhagener Workshop Wege zur Gesundheit. Da finden Sie viele Texte zu dem, was heute Vormittag war, ergänzende Texte. Und vor allem finden Sie viele Texte für den Nachmittag, der ja nicht verfilmt wird und den Sie also nicht im Netz lesen können. Wir nähern uns dem nächsten Vortrag von Herrn Suda, deswegen springe ich hier drüber. Auch über die Forderungen an eine seriöse Studie zu Mikronährstoffen von Professor Heaney können Sie sich in Ruhe zu Hause am PC durchlesen. Ich überspringe jetzt also auch die Texte über Linus Pauling selbst und Irwin Stone. Sie finden hier auf dieser Seite das Originalbuch von Irwin Stone. Und das ist mir eine Homepage, die ist mir wichtig. Es gibt also im Netz von Andrew Soul eine Homepage, die nennt sich Dr. Yourself. Und da gibt es über Irwin Stone Informationen. Und dort gibt es auch einen Link zum Originaltext von Irwin Stone, dem ersten Buch über Vitamin C. Und auf dieser Dr. Yourself-Seite gibt es Texte in Deutsch. Gehen Sie also im Index auf deutsche Texte, da finden Sie eine Unmenge von deutschen Texten und können sich dann also 3 Tage lang, die Vitamin C Foundation hat das Originalbuch auch im Netz stehen, Sie können das also alles im Netz lesen, Sie können das aber auch genauso wie bei dem Arbeitsbuch gedruckt lesen, wir haben das neu aufgelegt, das Irwin Stone Buch gibt es in unserer Schriftenreihe für preiswertes Geld, damit Sie es im Lehnstuhl lesen können und nicht am Tablet oder am PC.
Hier also die ausführliche Beschreibung, was Linus Pauling so gemacht hat. Sie können sich das ausleihen per Fernleihe. Ich habe die Fernleihe-Links für verschiedene Bücher hier auf dieser Homepage hinterlegt, sodass Sie also das nicht mal kaufen müssen. Sie können sich auch die Bücher, die ich im ersten Teil erwähnt habe, von Neil Barnard, von Joel Fuhrman, in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Fernleihe ausleihen oder in Ihrer örtlichen Bibliothek in einem deutschsprachigen Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Bücher auch international überall bekommen, aber jedenfalls in Deutschland, Österreich und der Schweiz können Sie sich die Bücher, über die wir heute geredet haben, mit einem 2 Euro teuren oder 5 Euro teuren Leseausweis in der Stadtbücherei oder in der Universitätsbibliothek oder in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek, der Landesbibliothek für den hiesigen Raum, oder auch in der Landesbibliothek in Oldenburg ausleihen. So, jetzt noch zum Abschluss, ob ich das noch schnell hinkriege, eine hübsche Frage. Das ist alles über Linus Pauling und hier gibt es die Fernsehsendungen. Hier weiter unten, der vierte, dieser 48er MP4 ist dann der Mark Levin. Und hier gibt es einen interessanten Film, bei dem Andrew Saul eine wichtige Rolle spielt. Hören Sie rein, die ersten Minuten sind kostenlos. That Vitamin Movie, eine sehr schöne Ergänzung in die ganze orthomolekulare Medizin hinein. Ich mache das wieder zu. That Vitamin Movie, ein ähnlich wichtiger Film wie Fork Over Knives oder Food Matters, über die wir heute Nachmittag sprechen werden. Filme, also That Vitamin Movie, Fork Over Knives, das gibt es meines Wissens nicht auf Deutsch, aber Food Matters gibt es auf Deutsch. Vitamin Movie leider auch nicht. Dann gibt es hier den Herrn Rittenau. Der Herr Rittenau ist ein Ernährungsberater. Klicken Sie sich seine Vorträge an. Alles auf Deutsch, ganz entspannt, kein Englisch. Hier viele YouTube-Listen zu den Leuten, die wir besprochen haben. Hier gibt es dann auch den Link zu Fat, Sick and Nearly Dead von Joe Cross und von Jason Vale, Super Juice Me, wie man mit Saft schwerste Krankheiten heilt. Und Gerson hat es auch gemacht. Die Gerson-Therapie hat eine Heilungsquote von 50% bei terminalen Stage 4 Krebspatienten. Aber das ist heftig. 13 Mal am Tag, jede Stunde, ein Viertel Liter frisch gepressten Saft. Bis zu fünfmal am Tag ein Coffee Enema. Gucken Sie sich die Gerson-Therapie selber an. Eine spannende Geschichte. Wir von der Bürgervereinigung stützen uns auf meine frühere Berufstätigkeit. Wir im Ministerium für Wirtschaft in Niedersachsen haben diese Dokumentation herausgegeben. 4000 Seiten über Naturheilverfahren. Die können Sie noch gebraucht im ZVAB-Bereich erwerben, wenn Sie das speziell interessiert. Hier gibt es die Filme zur Gerson-Therapie, von der ich sprach. Und zum Schluss die Frage, die ich angekündigt habe. Hier gibt es vieles über Gerson und neue Filme und über Krebsfilme. Da gibt es etwas von meiner Biografie auf der WAWB von A bis W. Hier gibt es die Schriftenreihe von unserer Bürgervereinigung. Da gucken wir kurz mal rein zum Abschluss meines kurzen Intermezzos. Das ist eine ganze Menge, da können Sie sich belesen. Und jetzt müsste eigentlich, das Arbeitsbuch hatten wir schon. Wer waren zu Anfang des 20. Jahrhunderts die drei berühmtesten Deutschen in einer amerikanischen Umfrage? Die Literaturstelle dafür, erstens Sebastian Kneipp, heute Nachmittag, zweitens Kaiser Wilhelm II. Und Otto von Bismarck. Also Anfang des 20. Jahrhunderts war die deutsche Naturheilkunde in Nordamerika ziemlich bekannt. Und hier ist Dr. Jacobs, von dem ich schon sprach, Vollwertkost. Hier gibt es einen Beitrag von Professor Merz, wie man Vitamin D den Blutdruck senken kann. Das können Sie sich dann zu Hause alles angucken. Und jetzt die Frage von Andrew Saul. Was sind Sie zu tun bereit, um wieder gesund zu werden? Die Antwort finden Sie auf unserer Seite www.wawb.vonabisw. Gucken Sie sich unsere Materialien an. Wir übergeben jetzt zum letzten Vortrag von Herrn Suda, der jetzt noch eine Stunde Zeit wird, bevor wir uns dann zu Grünkernpfanne mit Joghurt, veganer Kartoffelgemüsesuppe oder Salat zum Mittagessen begeben. Und dann beenden wir auch die Verfilmung und schicken Herrn Meiners in das wohlverdiente restliche Sonntagswochenende. Und heute Nachmittag geht es dann ohne Film mit dem Programm weiter.
herzliches Hallo, schön, dass Sie da sind, hier und in der Welt. Ich bin auch wieder da. Ich will jetzt etwas aus meiner Erfahrung mit Vitamin C in meiner Praxis darstellen. Ich gehöre zu den Heilpraktikern, die das Vitamin C schätzen und lieben gelernt haben. Und Vitamin C spielt eine doch wesentliche Rolle inzwischen in meiner Praxis. Ich kann nicht genau sagen, das wechselt ja ständig, je nachdem, welche Patienten kommen. In der Praxis zwischen, sagen wir mal, 60% und 80% bekommen meine Patienten alleine oder in Kombination Vitamin C-Hochdosis-Infusionen. Wie kommt ein Naturwissenschaftler, ich bin ja Biologe, ich habe Biochemie, Pharmakologie studiert, wie kommt der als Heilpraktiker dann dazu, ein Vitamin C-basierter Therapeut zu werden? Das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich habe schon während der Schulzeit meine Gelenke dermaßen überfordert, meine Knie, dass im Alter, ich muss überlegen, es muss mit 21, 22 gewesen sein, schon so viele Operationen an den Knien hatte, dass im Grunde genommen nichts mehr zu retten war. Es soll alles in Ordnung gewesen sein, aber es hat nur wehgetan. Und wenn ich belastet habe, hat es nicht nur wehgetan, sondern es war eine Schwellung da, die ein Funktionieren des Gelenkes Knie überhaupt nicht mehr ermöglicht hat. Dann habe ich mit meiner Kenntnis von Biochemie, von der medizinischen, der naturheilkundlichen Biochemie gesagt, das ist doch der Zellstoffwechsel von einer Knorpelzelle, der ist doch bekannt, da muss es doch Medikamente geben. Und ich bekam immer nur die Antwort, nein, gibt es nicht. Und dann habe ich angefangen, in den naturheilkundlichen Schätzen zu wühlen und habe dort viele Behandlungsverfahren gefunden. Und unter anderem gehört eben die Gabe von Vitamin C und dann im Laufe der Zeit von immer höheren Mengen von Vitamin C dazu. Und als ich mich selber therapiert habe und als ich ohne mit einem Teilmeniskus im rechten Knie nach Operationen, mit keinem Meniskus im linken Knie, nur noch einem Kreuzband und mit zwei umgelegten Außenbändern, zwei Schrauben im Knie und mit einigen großen, damals hieß es 50 Pfennig großen Gelenkdefekten bis auf die Knochen, das war der Zustand nach allen Operationen, dann angefangen habe, nachdem ich mich selber sehr, sehr immer intensiver 15 Jahre, 20 Jahre lang behandelt habe, habe ich angefangen, gegenüber in der kleinen Turnhalle Fußball zu spielen. Ich habe zweimal die Woche 2 Stunden gespielt, über 10 Jahre und dann noch 5 Jahre nur noch einmal die Woche, weil ich gesagt habe, nun werd mal langsam vernünftig. Und dann habe ich aufgehört. Ich kann Windsurfen bis Windstärke, naja, heute altersbedingt 6 vielleicht noch, manchmal in Böen 7, nicht mehr. Ich bin immer noch in den Bergen unterwegs und Fahrradfahren tue ich auch. Triathlon mache ich gerade nicht, habe ich aber auch früher gemacht mit diesen Knien. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich ja auch zu meiner Therapie machen, in meiner Praxis. Und das habe ich dann so langsam umgewandelt und so ist mein Therapieverfahren oder mein Therapiespektrum dann entstanden. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt in Kürze versuche darzustellen. Ich habe vorhin ein Poster mit Ihnen zusammen erstellt über das, was die anderen herausgefunden haben, was Vitamin C macht. Nochmal, letztendlich Absenkung von schädlichen Substanzen, keine Störung von natürlichen Heilreizen, Heilimpulsen in der Zelle oder im Gewebe, Verbesserung der Lebensqualität immer wieder, antiviral, das, was Herr Schendler auch erwähnt hat, ist immer ganz wichtig. Es gibt natürlich noch sehr viel höhere Dosierungen. Ich arbeite eben in diesem Bereich. Vielleicht war der Dr. Busch oder wird der Dr. Busch und die Gespräche mit Herrn Schendler eine Rolle darin spielen, dass ich auch mal mit höheren Dosierungen weiterarbeite. Der Busch, der mit seinen 200 Gramm in 2 Stunden bei den Melanomen, er guckte richtig glücklich dabei und die anderen, die waren entsetzt. Das ist aber nicht schlimm. So,
Vitamin C, wie komme ich dazu? Das habe ich eben erzählt. Das ist nur kurz meine Lebensgeschichte. Gehe ich mal drüber weg. Warum mache ich Vitamin C? Vitamin C brauchen wir, damit wir ein vernünftiges Kollagen haben. Mein Problem war ein Kollagenproblem. Arthrose ist ein Kollagenproblem. Wenn wir uns diese mystische Gestalt angucken, dann sieht man da drüben drei blaue Kästchen. Das eine sagt an, der gesamte Mensch besteht, grob geschätzt bitte, zu 50% aus Wasser und zu 50% aus Gewebe. Das Gewebe selber besteht zu 25%, also auf die 100% gerechnet, aus Funktionszellen und zu 25% aus Bindegewebe. Und das Bindegewebe besteht zu einem Großteil immer mit auch aus Kollagen oder ausschließlich aus Kollagen. Ich lege Wert darauf, wenn ich mit meinen Patienten oder wenn ich in Vorträgen über meine Vitamin C-Hochdosis-Infusionsbehandlung spreche, ich behandle also ein Kollagenmangelproblem. Ich gehe davon aus, dass die gesunde Ernährung, und das haben auch viele der Referenten gezeigt in ihren Vorträgen in Bad Homburg, dass bei einer gesunden Lage im Körper und bei einer gesunden Ernährung das oral zugeführte Vitamin C durchaus ausreichen kann, um nicht in einen gravierenden Mangel zu kommen. Leider ist es so, dass viele meinen, sie wären noch im ausreichend versorgten Zustand, sind aber schon Jahre, teilweise Jahrzehnte im Mangel. Und diesen Mangel kann der Körper, kann der Stoffwechsel, kann die Biochemie in unserem Körper in gewissen Teilen auffangen, indem andere Mechanismen zu Hilfe genommen werden. Der Effekt ist nicht ganz so optimal, wie wenn es mit Vitamin C pur durchgeführt wird, aber es ist durchaus möglich. Aber bestimmte Dinge können einfach nicht gemacht werden. Und so kann kein funktionsfähiges Kollagen aufgebaut werden. Das will ich in den nächsten Minuten hier ganz kurz mit Ihnen oder Ihnen klar machen. Vitamin C, ein paar Angaben, das finde ich hier interessant. Vitamin C ist im Gewebe an Fettsäuren gebunden, das heißt, wir haben auch einen Speicher. Auch das ist ja vielleicht mal wichtig, wenn wir nur genügend Vitamin C in den Körper, wie auch immer, hineinbekommen, also aus dem Verdauungskanal ins Blut hinein und damit in den Körper oder ins Blut über eine Injektion direkt hinein, dann haben wir es erst im Körper und dann verteilt es sich im Körper und ein Teil davon wird sich immer als Speicher gespeichert im Körper, überall dort, wo Fett Moleküle sich aufhalten, an die Fettmoleküle gebunden, gespeichert und unterliegt nicht mehr der Halbwertszeit. Um das deutlich zu machen, wenn ich 15 Gramm Vitamin C gebe, dann werden von den 15 Gramm 4 Gramm, immer vorausgesetzt, dass nicht wirklich noch ein gravierender Mangel da ist, 4 Gramm im Gewebe abgelagert. Und die werden erst dann wieder angegangen, wenn irgendwo Vitamin C gebraucht wird. So. Die Arthrosebehandlung, wie ich sie entwickelt habe, beziehungsweise die Behandlung des Kollagenmangels, hat drei Säulen. Die erste Säule ist die Ursache und das Umfeld behandeln. Wichtig, wenn man Arthrose behandelt, aber auch alle anderen kollagenmangelbedingten Krankheitszustände, es ist nicht nur ein Mangel an Vitamin C primär, der dazu führt, dass wir zu wenig Kollagen haben oder kein vernünftiges Kollagen mehr bilden können. Es ist auch so, dass wir Dinge haben, die auf uns einwirken, zum Beispiel Krankheitserreger. Borrelien gehen in Gelenke und machen Arthrose. Zytomegalien machen das genauso. Und so gibt es eine Vielzahl von Erregern, die Gelenke kaputt machen.
Wir sind scheinbar gesund und die Arthrose wird von der Orthopädie als ein gesondertes Gebiet betrachtet und wird nicht mit einer Infektion in Zusammenhang gebracht. Ich behandle so etwas mit den Nosoden, mit homöopathischen Mitteln, die aus Erregern gewonnen werden. Injektionen und Oralpräparate gibt es ganz vielfältige, die man anwenden kann. Will ich hier gar nicht so viel drauf eingehen. Da muss sich jeder, der Behandler werden will oder in der Weise sein eigenes Potpourri zusammenstellen. Aber was ganz wichtig ist, eine Arthrose, auch nur eine minimalst ausgeprägte Arthrose, die dem Patienten noch nicht mal eine besondere Beschwerdehäufigkeit oder Beschwerdeintensität beschert, eine solche Arthrose führt zu Verspannung der um die Arthrose herum gelegenen Muskeln. Und wenn wir die nicht in den Griff bekommen, auch später nicht mildern, dann wird dadurch eine Fehlstellung, eine Fehlbelastung des betroffenen Gelenkes permanent aufrechterhalten. Und das wiederum fördert die Arthrose und ruft eigentlich später die ersten Beschwerden hervor, denn die Arthrose selber macht keine Schmerzen. Die Statik ist damit zu behandeln. Viele, die Beschwerden haben, werden ihre Bewegungsabläufe anders machen oder die Körperhaltung anders machen. Ein arthrotisches Gelenk ist immer entweder wegen der Arthrose übersäuert und vergiftet oder es ist ein arthrotisches Gelenk geworden, weil wir sowieso eine Arthrose haben, weil wir so eine Übersäuerung haben und in den Gelenken und dadurch wir keinen vernünftigen Aufbau von Kollagen mehr haben. Wärme und Durchblutung ist ganz wichtig, dass wir uns gegen kalte Gelenke wehren. Das heißt immer, Frauen hätten aus physiologischen Gründen kalte Füße. Das halte ich für einen ziemlichen Blödsinn. Es ist nur so, dass Frauen dann aufgrund der ständigen kalten Füße im Fußgelenksbereich Arthrose bekommen und reflexzonenartig über die kalten Fußsohlen Infektanfälligkeit in der Blase, in den Bronchien, im Magen haben. Wer kalte Füße permanent hat, ist gefährdeter für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Mandelentzündungen und so weiter und so fort. Also es gibt durchaus Gründe, gegen kalte Füße vorzugehen. Aber auch zum Beispiel kalte Gelenke im Knie, wenn man mit der Jeans im Winter Fahrrad fährt, hat man eher kalte Füße, als wenn man eine Stoffhose, kalte Knie, als wenn man eine Stoffhose trägt. Überbelastungen müssen reduziert werden. Das hat viel mit zum Beispiel auch beruflichen Betätigungen zu tun in der Landwirtschaft, mit der irrsinnigen Arbeitsaufwand, körperlichen Arbeitsaufwand. Gerade im Bereich der Landfrauen ist die Überbelastung irrsinnig groß und die sind dann für den Betrieb, für die Auszubildenden, für die Kinder, für den Mann, für die Kühe, für die Schweine, für die Schafe, für die Ziegen, für die Hühner, für den Hof, für alles zuständig und haben keinen Urlaub seit 30, 40 Jahren und laufen und schaffen und tun und dann haben sie Arthrose. So, 25% des Körpers macht, ich nehme in Kauf, dass das auch dass hier auch grobe Fehler drin sind, macht das Kollagen aus. Ein Mangel an Vitamin C führt zu einem Mangel an Kollagen, das führt zu Arthrose und anderen Kollagenmangelerscheinungen. Ich lege Wert darauf, dass wir an zwei Stellen für die Kollagensynthese Vitamin C brauchen. An erster Stelle steht die Produktion von Hydroxyprolin und Hydroxylysin. Vitamin C kann das machen. Vitamin C kann es aber nur machen, wenn es da ist. Ich mache in meiner Praxis einmal die Woche Vitamin C 15 Gramm pro Infusion. Ich würde auch mehr machen, das kann ich aber nicht allen Patienten verständlich machen. Wer eine chronische Infektanfälligkeit hat, ist eher bereit, zweimal die Woche am Anfang zu kommen, als jemand, der Arthrose hat. Und deswegen gebe ich meinen Patienten oral Präparate, die diese beiden Wirkstoffe Hydroxyprolin und Hydroxylysin enthalten. Wenn man sich hier dieses kleine Bildchen anguckt und dann anguckt, was der arme Kerl essen muss, dann kann er kein Hydroxyprolin oder Hydroxylysin essen. Der kriegt
kein tierisches Eiweiß. Ich weiß, dass ich mich jetzt auf ein ganz schwieriges Gebiet begebe. Ich erlaube es mir aber trotzdem. Es geht mir nicht darum, dass ich für Massentierhaltung bin. Da kriegt man nämlich kein vernünftiges Kollagen her. Ich behaupte auch nicht, dass ich das sinnvoll finde, dass wir nur zum Spaß herum uns gourmetmäßig irgendwelche delikaten Fleischspeisen zubereiten. Wir brauchen kollagenhaltiges tierisches Bindegewebe. Das ist das, was die meisten sowieso nicht essen wollen. Wir brauchen das Hydroxyprolin oder Hydroxylysin entweder aus den essentiellen Aminosäuren unserer Nahrung, also aus dem kollagenhaltigen tierischen Eiweiß oder aus der Nahrungsergänzung. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Ich mache mir gerne selber mein Kollagenhydrolysat, indem ich das, was ich, wenn es mal bei uns Fleisch gibt, das schneide ich ab, wo Sehnen drin sind. Ich nehme auch die Gelenke und die Knochen und koche das im Schnellkochtopf bis zu 2 Stunden aus, um dann daraus eine Schüssel zu fertigen. Und das ist immer ganz interessant. Ich habe 2 Mädchen als Kinder, oder nein, 2 Kinder, meine 2 Kinder sind 2 Mädchen, und die haben, wenn ich ihnen etwas auf den Teller gebracht habe, wo nur irgendwas drin war, was nicht nur pures, zartes Fleisch war, dann war nachher am Rand, am Tellerrand der Berg größer als das, was sie an Fleischrationen zugeteilt bekommen hatten. Und da habe ich gedacht, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Dann habe ich das einmal vorher ausgekocht und haben es halt in der Soße gegessen. Wussten es nicht und sind glücklich und gesund zufrieden geworden. Zweitens, Kollagen ist ein sehr langes Molekül. Eine kleine Zelle kann ein langes Molekül nicht produzieren. Das geht ja nicht. Ist ja viel zu lang für die Zelle. Also muss die kleine Zelle sich etwas überlegen, wie kann ich dieses lange Molekül vor Ort denn dahin bekommen? Da bleibt der kleinen Zelle nichts anderes übrig, als anstatt einen langen Kollagenfaden versuchen zu produzieren, lauter kleine Kollagenfädchen herzustellen. So lang wie mein Zeigefinger hier. Und dann die nächsten darüber zu legen. Und die nächsten und den nächsten. Und damit bekomme ich vor Ort im Gelenk, in der Sehne, in der Haut, im Halteapparat der Organe, in der Herzklappe, in der Venenklappe, in der Gefäßwand, im Auge und, im Zahnhalteapparat bekomme ich meine kollagenfaserartigen oder Kollagenfasern. Gehalten, wenn die so übereinander gelagert werden, gehalten werden diese Faserfäserchen, die kleinen Fasern, dadurch, dass sie untereinander über elektrische Anziehungskräfte, Plus-Minus-Kräfte und so weiter sich ein wenig stabilisieren. Wenn aber eine große Belastung auf diese kleinen Fädchen einwirkt, dann kommt es zu einer Verschiebung. Die rutschen aneinander vorbei und finden dann, wenn sie verrutscht sind, wieder Partner, mit denen sie sich elektrisch, elektrostatisch mit Plus-Minus, mit Wasserstoffbrückenbindungen festhalten können, haben keinen Impetus, keinen Antrieb, wieder zurückzurutschen. Dann wird der Kollagenfaden labberig, wie ein labberig gewordener Gummi, der nicht mehr zusammenschnurrt, wenn der Druck nachlässt, der Zugdruck nachlässt, und dann fängt er an, sich zu wellen, und am Gelenk wird er dann aufgerieben, dann kommt ein weißes Blutkörperchen, frisst ihn auf und muss Umgebung davon wegnehmen, vom gesunden Knorpelgewebe, und das ist dann der Beginn der Arthrose. Wollen wir uns mal ein bisschen mit der Biochemie von Kollagen beschäftigen? Hier haben wir eine Knorpelzelle in Blau, heller, der Zellkern, da sind Gene drin. Wir brauchen Magnesium, um eine Boten-RNA überhaupt zu produzieren. Die Boten-RNA wird an ein Ribosom gebracht. Dafür brauchen wir wieder, für das Bilden von Ribosomen brauchen wir viel Magnesium. Und ein Kollagenfädchen unter meinem Symbol für meine Praxis, den beiden Händen, als grüner Pfeil dargestellt, wird produziert und aus der Zelle heraus transportiert. Das heißt also, viele meiner Arthrosepatienten bekommen in die Infusion hinein auch Magnesium. Wir brauchen Magnesium alleine, um diese kleinen Fädchen herzustellen, schon in irrsinniger Anzahl, weil wir
kein Ribosom hinbekommen, wir können keine Enzyme in funktionsfähigen Zustand die Gene ablesen, wenn wir nicht hochdosiert Magnesium dorthin hineinbringen. Nur mit Magnesium beimpft sind diese Enzyme, diese Moleküle überhaupt wirksam. So, wenn wir jetzt viele von diesen Kollagenfädchen nehmen, dann bilden die einen sogenannten, oder ich sage dazu, einen Vorfaden. Hier dargestellt, die grünen Pfeile, wie meine Zeigefinger von eben. Und die sind mit Wasserstoffbrückenbindung hier mal zwischen zwei Fäden dargestellt, fixiert. Wenn die jetzt unter Zugdruck kommen, dann verrutscht der Faden. Mit dem Faden verrutschen natürlich auch seine positiven und negativen Ladungen und die Wasserstoffbrücken und suchen sich andere Partner. Und der Faden ist labberig geworden und es kommt zum Abbau. Wenn wir Vitamin C Hochdosis ins Gelenk hineinbringen, in die Knorpelmasse plus Magnesium und wenn wir verhindern, dass dort eine Übersäuerung ist, dass wir eine gute Durchblutung haben, dass wir es warm haben und so weiter, dass wir keine Infektion haben und so weiter, dann kann Magnesium als Coenzym mit Magnesium als Element, das die Enzymarbeit unbedingt benötigt, eine kovalente Bindung zwischen den einzelnen Kollagenfäden herstellen, wie Sie hier an dem kleinen scheinbaren Filmchen sehen. Das heißt, die Kollagenfädchen, die so übereinander sind, werden hier an einer Ende miteinander verbunden. Und dann kann eine Zugbelastung draufkommen, dann macht es gibt ein ganz bisschen nach, wie das auch die Achillessehne macht oder sonst alle Sehnen oder wenn ich hier ziehe an der Haut, irgendwann ist Schluss, wenn das Kollagen sagt, so weiter dehne ich jetzt nicht mehr. Das Elastin, was hier drin ist, was auch zu den bindegewebigen Fasern gehört, ist hier hochgradig vorhanden, in meinem Gelenkknorpel nicht so oder gar nicht. Das lässt jetzt Dehnung zu und jetzt ist irgendwann Schluss und das Kollagen sagt, nö, ich gebe nicht nach. Und dann würde ich höchstens mein Gewebe zerreißen. Aber das geht nur, wenn ich vorher mit Vitamin C-Anwesenheit und Magnesium-Anwesenheit im Knorpel einen funktionsfähigen, also auch belastbaren Gewicht, Druck, Zug belastbaren Gelenkknorpel geschaffen habe. Und das ist das Manko aller bekannten Behandlungen für Arthrose. Da wird kein vernünftiges Kollagen gebildet. Könnte man jetzt in komplizierter und ausführlicher Weise haarklein darstellen, kostet viel zu viel Zeit, das kann sich jeder denken. Wir brauchen einen funktionsfähigen Kollagenfaden und nur dann haben wir einen Schutz vor Arthrosen. Die vierte Säule stellt weiteres dar, was man noch machen kann, Organhomöopathie. Es gibt fantastische Präparate von verschiedenen Firmen aus Bindegewebe, aus Nabelschnur, aus Kollagen selber, aus Gelenkknorpel selber, aus Bandscheiben, aus Klappen, aus Geweben, von Blutgefäßen und so weiter. Die kann man alle bei den unterschiedlichen Firmen nachfragen, steht in den Kompendien drin, kann sich jeder, der sich mit der Naturheilkunde beschäftigt, kann sich da mit vertraut machen und sein eigenes Potpourri zusammenstellen. Die Similiaplexe, eine Präparatereihe auch der Firma Pasco zum Beispiel, die kann man anwenden, um die Grundvoraussetzungen zu verbessern. Man kann mit Vitalwellen arbeiten. Vitalwellen sind Ultraschallwellen, die nicht zur Diagnostik verwendet werden. Ultraschall und diagnostischer Ultraschall und therapeutischer Ultraschall unterscheiden sich in der Art und Weise, welche Wellenform, welche Ultraschallwellen wir produzieren. Wenn ich gucke, habe ich im Bauch Gallensteine, ist die Durchblutung der Halsschlagader nicht mehr in Ordnung, habe ich da eine arteriosklerotische Ablagerung, dann verwende ich den diagnostischen Ultraschall. Das Prinzip ist so, es wird ein ganz klares, ganz scharfes, kurzes Signal in das Gewebe hineingesendet. Es wird reflektiert, ein Computer rechnet aus den Zeitunterschieden der unterschiedlichen Reflektionen aus, wie das, was in der Tiefe die Reflektion hervorruft, auszusehen hat. Und daraus entsteht das Bild, kann man wunderbar sehen. Ich
finde das immer wieder fantastisch, was man alles am schlagenden Herzen sehen kann mit einem modernen kardiologischen Ultraschall oder wenn man Ultraschall bei von Ungeborenen macht, die modernen Ultraschallgeräte, die Filme machen, die liefern fantastische Bilder bzw. Filme. Die sind auch fantastisch, auch wenn man natürlich für sich selber sehr kritisch diesen Ultraschalluntersuchungen gegenüber eingestellt sein darf. Wenn man einen therapeutischen Ultraschall verwendet, dann hat man andere Formen von Wellen, die in das Gewebe hineinwirken und wieder rauswirken, die das Gewebe in Schwingungen versetzen. Und in diesen Schwingungen, mit diesen Schwingungen kann man alleine schon dafür sorgen, dass die Ablagerungen aufgelöst werden und über Lymphwege und über die venöse Entsorgung aus diesem Gebiet herausgebracht werden. Das heißt, wir können schon mal entsäuernd wirken. Diese Ultraschallwellen können aber auch auf der Haut in dem Gel eingebrachte oder subkutan unter die Haut injizierte therapeutische Mittel in die Tiefe hineinnehmen. So können Sie organhomöopathische Präparate, die injiziert worden sind oder in das Gel eingearbeitet werden, viel selektiver genau in das Gelenk erstmal hochdosiert hineinbringen, damit es dort seine Wirkung entfaltet und so weiter und so fort. B-Vitamine sind ganz wichtig, interessanterweise auch bei Arthrose. Sie wirken fantastisch. Muss man sicherlich noch klären, warum sie das überhaupt tun. Leinöl als Omega-3-Lieferant, als günstiger, finanziell günstiger Omega-3-Lieferant von großen Mengen von Omega-3-Fettsäuren ist für mich ein wichtiges therapeutisches Mittel und die Saftzubereitung aus der Aronia-Beere, die sind ganz wichtig aus der Apfelbeere, weil Aronia das Präparat ist oder das, die Pflanze ist, die Frucht ist, die am meisten von diesen Farbstoffen enthält. Deswegen die fast schwarze, tief dunkelrot-schwarze Färbung der Beere führt dazu oder wird begründet durch die hohen Anthocyanen-Anteile, die in der Aronia-Beere drin enthalten sind. Wenn ich das zusammenfassen möchte, dann gibt es also diese drei Säulen, 1, 2 und 4, Ursachen und Umfeld behandeln, Kollagen oral, weil ich nicht jeden Tag Vitamin C infundieren kann, dann könnte der Körper Hydroxyprolin und Hydroxylysin selber machen und dann gebe ich lieber noch oral etwas dazu und dann habe ich erfahrungsgemäß andere, bessere Erfolge, schnellere Erfolge. Und weiteres, und dazwischen habe ich die Vitamin-C-Infusion mit Magnesium. Was erreicht die Vitamin-C-Hochdosis-Infusion bei Arthrose? Eine schnelle Schmerzlinderung. Die Patienten sind, trotzdem das Gelenk noch geschwollen ist, relativ schnell mit wenig Schmerzen versehen oder haben gar keine Schmerzen. Es sei denn, sie machen Überbelastung, falsche Bewegungen, verdrehen sich das Gelenk und so weiter. Es kommt zu einer Abschwellung. Abschwellung im Gelenk. Ein arthrotisches Gelenk ist eine Entzündung, ein entzündetes Gelenk. Und deswegen haben wir eine höhere Menge von Gelenkflüssigkeit im Gelenk. Das führt bei den meisten, die zum Beispiel im Knie eine Arthrose haben, dazu, dass sich eine sogenannte Baker-Zyste bildet. Weil im schwächsten Teil der Gelenkhülle, in der Kniekehle, das Bindegewebe nicht mehr ausreicht und es kommt zu einer Ausbeulung. Das ist die Baker-Zyste, wenn im Gelenk der Druck steigt. Und diese übermäßige Flüssigkeitsansammlung als Zeichen der Entzündung, also damit wird die Entzündung aus dem Gelenk herausgenommen. Das heißt, das Vitamin C reduziert Wasserstoffsuperoxid im Gelenk und reduziert die arthrosefördernde Aktivität unserer eigenen weißen Blutkörperchen im Gelenk. Dadurch sinkt die Menge an Flüssigkeit, dadurch nimmt der Druck im Gelenk ab
Und damit können mehr Stoffe, gesundmachende Stoffe aus der Gelenkhülle in die Gelenkflüssigkeit hinein produziert werden oder hineindiffundieren, um im Knorpel die Knorpelzellen zu erreichen. Sauerstoff, Nährstoffe, Vitamin C, Magnesium, verschiedene andere Stoffe, die organhomöopathischen Stoffe und so weiter gelangen besser dorthin, wenn wir den Druck reduzieren. Das Gelenk bekommt wieder Kontur. Die Beweglichkeit und die Durchblutung wird verbessert und das geht ziemlich schnell. Die Statik und die Bewegungsabläufe werden besser, aber nur wenn wir mit dem Patienten, und das ist für die Arthrosebehandlung eines der Hauptaufgaben des arthrosebehandelnden Therapeuten, das kostet Wochen, Monate, manchmal Jahre, bis man herausgefunden hat, dass man diese eine Fehlstellung, die immer dann eintritt, wenn der Patient zu Hause die Treppe hochgeht und dann oben angekommen nach links in den Flur geht. Da macht er eine Bewegung und diese Bewegung reibt das Gelenk auf. Und das verhindert, dass die Arthrose richtig aushalten kann. Wenn man das aber alles erreicht hat, wenn man die Statik im Fuß manuell, aber auch über eine Verbesserung der Bewegungsabläufe des Patienten selber, wenn man das über Jahre, Monate oder Jahre verbessert hat, dann kann auch im Gelenk der Reparaturprozess so weit durchgeführt werden, dass letztendlich dann der Patient wieder stark belastbar ist, so wie ich eben mit meiner Fußballsituation. Ja, Sie schütteln den Kopf, das ist ja gerade. Ich habe Fußball gespielt und ich war ja früher sportlich aktiv. Ich war ja als Bergsteiger bis zu 6 Wochen in den Sommerferien in den Steilwänden unterwegs. Ich habe ja dann am Abend mit den Jüngeren, ich habe ja Jugendgruppen dort runtergeleitet, dann habe ich mit denen noch Fußball gespielt und so weiter. Ich war ja nicht zu bremsen. Und ich musste aufgrund meiner Schmerzen, das ist ja ein unglaublich belastender Prozess, wenn man nicht mehr kann, wie man will, weil sich das eigene Equipment verschlechtert hat. Das ist ja unglaublich, was das mit einem macht. Und dann habe ich angefangen, wieder zu toben. So, ein arthrotisches Gelenk wird immer breiter. Der Knochen versucht, die Belastung auf möglichst breitere Flächen zu verteilen, damit pro Zentimeter, Quadratzentimeter immer weniger Druck auf das Gelenk ist. Das wird wieder zurückgebildet. Mein linkes Knie, kann die Kamera jetzt vielleicht nicht sehen, in dieser Hose, die ich jetzt anhabe, hätte mein linkes Knie früher nicht reingepasst, weil es so breit gewesen war schon. Der ganze Körper profitiert davon, man kann ein fast normales Leben führen. Und damit möchte ich eigentlich die Arthrosebehandlung abschließen. Ich habe also gesagt, Vitamin C, Hochdosis ist etwas ganz Wichtiges. Es wird helfen, Entzündungen zu reduzieren. Ich muss aber auch andere Modalitäten bekämpfen, Infektionen, ich muss Überbelastung, schlechte Durchblutung, Übersäuerung und im gesamten Körper behandeln. Und dann habe ich eine gute Versorgung im Gelenk. Ich muss die Statik, ich muss die Beweglichkeit wiederherstellen, ich muss eine vernünftige Körperhaltung wiederherstellen. Und dann kann alles gut funktionieren. Und dann braucht man eben für den 75-Jährigen, das ist jetzt zum Beispiel ein Praxisbeispiel, habe ich kennengelernt im Juni bei einem Folkkonzert, der dann mich gefragt hat, weil er das von anderen gehört hat, dass ich ja Arthrosebehandlung mache, ob ich ihn nicht auch behandeln kann. Der kam dann 2 Wochen vor den Sommerferien zu mir in die Praxis, wurde bis zu Beginn der Sommerferien 2-mal behandelt. Dann hatten wir 6 Wochen Pause, weil ich erst 3 Wochen Sommerferien hatte und dann hatte er eine Urlaubsreise. Nach den Sommerferien kam er wieder. Ich habe noch mal eine Woche nicht behandelt, während Herbstferien war und zwischen Weihnachten und Neujahr meine Praxis sowieso zu. Und Mitte Februar ist er aus der Behandlung ausgeschert und seit Mitte Januar läuft er einmal wieder 15 Kilometer pro Woche joggen, ohne Beschwerden. Das ist das, was man erreichen kann. Aber man darf nicht den Fehler machen, sagen, ich behandle nur die Arthrose. Okay. So, als nächstes will ich andere Beispiele für Vitamin C-Hochdosis-Infusion behandeln, die teilweise etwas zu tun haben mit
Mangelkrankheiten, mit Kollagenmangelkrankheiten oder Mangelzuständen, aber auch andere. Also so ein typisches Beispiel hatte ich ja kurz angedeutet, ich bekomme einen Patienten eher dazu, sich zweimal die Woche bei Infektanfälligkeit behandeln zu lassen. So ein typisches Beispiel, die vorzeitig in Ruhestand gegangene Lehrerin aus der Grundschule, die, wenn irgendein Kind in der Klasse nur krank war, das sofort auch hatte. Da hat sich bewährt, Vitamin C Hochdosis und natürlich viele Dinge, die naturerkundlich gemacht werden, um das Immunsystem zu stimulieren, um entsäuernd zu wirken, denn weiße Blutkörperchen sind extrem lahm, wenn sie in einem sauren Milieu leben und dann kommen die dahin zur Mandel, in die Nasenschleimhaut, ins Ohr, in die Bronchien und sollen jetzt Immunabwehr machen. Chemotaxis und so weiter, was ich vorhin gesagt habe, ja, gehe ich da mal hin. So, 20 Minuten dauert das, bis es dann da bei dem Bakterium angekommen ist. Und sind schon zwei, fresse ich mal eins, auch jetzt mache ich mal Pause. Dann haben wir schon vier von dem einen, was übrig geblieben ist und so weiter. Wir müssen auch das andere berücksichtigen. Das, was wir vorhin auch schon hatten. Übersäuerung, Laktat, aus den unterschiedlichen Gründen. Ein Monat bis anderthalb, zwei Monate, zweimal die Woche Vitamin C Hochdosis plus verschiedene andere Dinge. Dann noch einen Monat, also im dritten Monat hinterher einmal die Woche behandeln und dann ist das in der Regel gegessen. Patienten, die viermal im Jahr bis zu vier Wochen eitrige Nasennebenhöhlenentzündung und spätestens alle zwei Jahre eine Lungenentzündung hatten, sind seitdem dann jahrelang infektfrei. Ja, die Enkelkinder, die haben auch mal was gebracht. Man hat mal drei Tage Schnupfen, aber es ist wieder der normale Umgang da. Ein anderer Patient, und hier komme ich zu einer anderen Form der Vitamin C Hochdosisbehandlung, nämlich die lange Anwendung. Ich bin auch ein Fan, zwar mit 15 Gramm zu arbeiten, aber ich mache das auch gerne über lange Zeiten. Und das ist mein absolutes Extrembeispiel. Dieser Patient ist ehemaliger Lehrer, der kam zu mir, der war noch im Lehrberuf tätig. Da hatte er von 60 bis 63 sich sozusagen auf halbe Stelle sozusagen schon gearbeitet. Sport- und Mathelehrer, selber ein fanatischer Fahrradfahrer. Den behandle ich jetzt im 12. Jahr. Einmal die Woche Vitamin C, Hochdosis 15 Gramm. Der ist fit wie ein Turnschuh und das will ich an zwei Dingen deutlich machen. Das ist ganz interessant. Als ich ihn kennengelernt hatte, da hatte er im gesamten Gesicht eigentlich ein Vollbart. Den hatte er deswegen, weil er als Jugendlicher schwere Akne hatte mit tiefen Narben, die übrig geblieben sind. Jetzt hat er nur noch um Mund rum und hier so ein bisschen und hat hier eine kleine Delle und hier zwei kleine Eindellungen. Das ist alles. Und das kann Vitamin C Hochdosis über eine lange Zeit machen. Und da stelle ich mir schon die Frage, wirkt das jetzt nicht auf alte Verletzungen im Körper? Auf Schleimhautdefekte, die sich irgendwo gebildet haben? Auf Oberflächen, auf Faszien, auf Organoberflächen? Und wie sich die Patienten, die lange Zeit Vitamin C Hochdosis bekommen, andere Patienten, dass sich Organfunktionen verbessern? Das zeigt eigentlich, dass das sein muss, aber wir wissen es natürlich noch nicht, weil wir es noch nicht nachgewiesen haben. Dieser Mensch macht seit über 40 Jahren Sportabzeichen. Und wer Sportabzeichen kennt, weiß, alle fünf Jahre rutscht man in eine andere Altersgruppe, alle fünf Jahre. Und dann muss man nicht so weit die Kugel stoßen, nicht so hoch springen, nicht so schnell die 20 Kilometer mit dem Fahrrad machen, zurücklegen. Kann auch laufen, was auch immer. Der macht das, der hat diese Sportarten gewählt. Der stellt fest, seitdem ungefähr er drei Jahre bei mir Vitamin C Hochdosis bekommt, stößt er mal die Kugel weiter, obwohl er schon in einer anderen Altersgruppe ist. Oder er fährt schneller Fahrrad, obwohl er nicht mehr trainiert. Das heißt, es hat einen irrsinnigen Einfluss auf die gesamtkörperliche Leistungsfähigkeit. Will ich einfach mal so stehen lassen. Genau.
Psoriasis, also die Schuppenflechte, ist eine ganz wichtige Sache. Da hat jeder eine 50% Chance etwa. Es gibt Patienten, die, wenn sie Schuppenflechte haben, die haben im Grunde genommen, entweder wirkt es oder es wirkt nicht. Wenn es wirkt, dann sind sie ihre Schuppenflechte los. Wenn es nicht wirkt, dann haben sie nach ein, zwei Monaten keine Wirkung. Und dann kann man es auch lassen. Es wirkt positiv auf die Augen. Ich spreche das gar nicht mal bei meinen Patienten an, die sagen das selber. Die sagen nämlich nach einer Weile, ich habe gemerkt, ich kann besser sehen. Krampfadern gehen zurück. Es ist wichtig bei der Tumorbegleitung. Es hilft bei der Leber. Ein Patient von mir, ein Landwirt, der seine Leber so kaputt gemacht hat mit Spritzmitteln. Es gibt ja Landwirte, die sehr erfolgreich sind, große Betriebe haben und die immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Dass man, als er zu mir gekommen war, sagte er, du machst doch Vitamin C. Ich habe von meiner Internistin die Prognose bekommen, ich habe noch 3 Monate und dann bin ich weg. Was man von solchen Prognosen halten darf, ist immer eine ganz andere Sache, ist mir gar nicht so wichtig. Aber wenn der heute sich untersuchen lässt per Ultraschall und per Blutuntersuchung, dann sagt seine Internistin, wenn ich Ihre Geschichte nicht kennen würde und Sie würden sie mir erzählen, bei diesen Blutwerten, bei diesem Ultraschallbild, dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Es ist keine Leberzirrhose da, es ist keine Fettleber mehr da. Narben ja, sind übrig geblieben. Bei der Tumorbehandlung spielt es eine Rolle, habe ich schon gesagt, Diabetiker Typ 2. Auch da sage ich in der Regel nichts. Die bemerken, dass sie nach 2, 3, 4 Monaten weniger Insulin nehmen müssen und deutlich besser gestellt sind. Interessant ist der zweite Typ Diabetes, nämlich der Typ 1. Noch mit einer Patientin. Eine Patientin ist leider zwischendurch abgesprungen. Mit einer Patientin eine einmal wöchentliche Vitamin-C-Hochdosis-Infusion. Das ist eine Patientin, die Diabetes Typ 1 hat, die eine Pumpe bedarf, weil sie unglaublich schwer einstellbar ist. Und wir haben es geschafft, in 6 Jahren Infusionsbehandlung, dass sie mit einer Beginn-Wochenprofil dreimal die Woche, dreimal in 7 Tagen, Blutzuckerspitzen, trotzdem sie sich an die Dosierung und relativ gut an die Ernährung hält, dreimal über 300 Zucker hatte, nachts teilweise oder nach Sport oder wie auch immer. Das haben wir dazu gemacht, dass sie alle 4 Wochen mal über 280 kommt. Dafür hat sie, und das ist ganz wichtig, dass man sehr bewusst mit diesen Patienten umgeht, dafür hat sie aber auch ab und zu mal niedrige Zuckerwerte bis runter auf 40 und muss dem entgegenwirken. Aber es ist nichts anders geworden, als dass sie über 6 Jahre lang Vitamin C Hochdosis 50 Gramm einmal die Woche bekommen. Ein vorletzter Patient mit einer Hufeisenniere. Hufeisenniere ist eine Fehlbildung der Nieren. Die Nieren sind nicht rechts und links, sondern sind zusammengewachsen, haben eine Hufeisenform. Der rechte Teil ist bei ihm mehr geschädigt. Das hat irgendwann zur Folge, dass die Niere anfängt, das Blutdruckgeschehen einzugreifen, Hypertonie hervorruft. Und aufhört vernünftig auszuscheiden, das heißt, der Kreatininwert steigt an. Wir haben das geschafft, bei ihm innerhalb von einem Jahr Behandlung ihn dahin zu bringen, dass er eine Verringerung des Kreatininwertes hat. Der Kardiologe, der ihn regelmäßig untersucht hat, in seinem Juni-Bericht geschrieben, bemerkenswert gut eingestellte Blutdrucksituation, und hat den ACE-Hämmer um die Hälfte reduziert. Der Patient hat weniger Knöchelödeme, und was ganz interessant ist, er hatte ein Bündel von Blutgefäßen im Augenweißen auf den Nierensektor, und der ist weg. Also auch damit kann man ganz viel machen. Und experimentell noch nicht sehr weit ausgereift, weil noch in der Versuchsphase sozusagen, ich arbeite auch mit Patienten mit Herzinsuffizienz 1, 2 und 3 nach der NYHA-Klassifikation,
Das mache ich dann sehr gründlich, indem ich mindestens 10, 20 Minuten vor und nach der Infusion ohne im Sitzen und dann im Liegen den Blutdruck, Puls und Sauerstoffgehalt und während der Infusion das permanent alle 5 Minuten messe und dann auch Magnesium dazugebe, auch mit B-Vitaminen arbeite, die ich über andere Wege dann zuführe, intramuskulär. Und dann kann ich sagen, jetzt kommt das Vitamin C, jetzt kommt das B-Vitamin-Gemisch ins Blut an und dann habe ich eine Veränderung im Blutdruck geschehen. Interessanterweise verändert sich, das ist gar nicht so falsch, das zu wissen, wird erstmal die Sauerstoffversorgung, die Sauerstoffsättigung des Blutes geringer, steigt dann aber wieder an und im Endeffekt scheint es so zu sein, dass alle Parameter besser werden. Der Puls sinkt, die Blutdrucksituation stabilisiert sich und wahrscheinlich müssen die Medikamente dann etwas weniger den Patienten etwas weniger Medikamente nehmen. Wenn ich das hier nochmal zusammenfasse, auf unser Poster nochmal die neuen Erkenntnisse drauf mache, beendet Infektanfälligkeit, bei langer Anwendung glättet es alte Hautdefekte, auch die Schleimhäute, möglicherweise innere Oberflächen, bessert die körperliche Leistungsfähigkeit, Psoriasis 50-50 Chance, bessert das Sehen, wird auch bei Makuladegeneration, bei der Augenakupunktur, die ich auch anwende, mit angeboten als Kombination mit Fußreflex. Es unterstützt die Krampfaderbehandlung. Ich mache mit meiner Krampfaderbehandlung aus Krampfadern wieder funktionsfähige Venen. Ich entferne sie nicht aus dem Körper. Es hilft bei der Tumorbehandlung, das Bindegewebe aktiver zu, das Immunsystem aktiver zu machen und das Bindegewebe dichter zu machen. Das ist ganz wichtig. Ein dichtes Bindegewebe verhindert oder behindert wenigstens die Metastasezellen aus dem Blutstrom auszuwandern und sich abzusiedeln. Es regeneriert durch Gift zerstörte Lebern. In den letzten 4 bis 8 Wochen ist mein Blutzucker niedriger, das ist der Diabetiker Typ 2, oh, das ist hier falsch angegeben, und der Diabetiker Typ 1, der hat weniger Spitzen und eine bessere Situation seiner Versorgung. Ein Jahr lang 15 Gramm Vitamin C plus Fußreflex lässt die Gefäßeinsprossungen verhindern. Das ist der Patient mit der Hufeisenniere. Und der Blutdruck wird systolisch, diastolisch gesenkt. Bei Mühlener 1, 2 und mit 3 ist es schon sehr schwierig. Der Puls wird gesenkt. Das ist aber noch in der experimentellen Phase. Sollten viele mehr ausversuchen, dann aber ausprobieren, dann aber bitte sehr genau dokumentieren. Und jetzt komme ich zum Schluss. Das ist eine wichtige Geschichte für mich. Glauben Sie keinem, der sagt, damit müssen Sie leben. Das ist nämlich das, was uns fesselt. Besser kann es immer werden. Es gibt die bessere Zukunft und wir können eine Wende erreichen. Und da sind wir wieder bei unseren alten, blühenden und irrsinnig viele Kirschen produzierende alte Obstbaum, alte Kirschbaum, gesund, alt werden, blühen, elastisch werden, wenn man nur endlich aktiv wird und neue Wege geht. Und damit bin ich am Ende meines zweiten Teiles. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen allen Spaß gemacht. Vielen Dank an die Zuhörer im Internet. Wir sind jetzt am Ende des Vormittags, der verfilmt wird. 1970 hat Linus Pauling das Buch veröffentlicht, Vitamin C and the Common Cold. Also die schlichte Erkältung. Ein Riesenaufstand bei der Harvard School of Medicine. Die medizinischen Funktionäre haben die großen Kanonen aus dem Speicher geholt und wollten ihn abschießen. Dann hat er mit Cameron das Buch veröffentlicht, Vitamin C and Cancer. Dann wurden gewissermaßen die noch größeren Raketen auf ihn abgefeuert. Das Dumme nur war, er war ein Nobelpreisträger, den schießt man nicht so leicht von der Bühne. Er blieb dabei, er hat publiziert, 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 er hat Reden gehalten. Dann erschien 1990 mit Matthias Rathis Studie über Lipoprotein klein a. Und die Herzkardiologen haben sich aufgeregt und. Und heute schreiben wir 2017.
Und seit 1990 ist Limesprouting in der Wissenschaftsszene aufgenommen worden von diesen merkwürdigen Funktionären. 1992 hat er in Stanford einen Vortrag an der Medical University Fakultät gehalten über Vitamin C bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, den wir auf unserer Homepage www.vonabc.de hinterlegt haben. Wie sieht die Vision der Zukunft aus? 15 Gramm pro Woche infundiert. Linus Pauling hat das anders gemacht. Er hat die letzten 20 Jahre seines Lebens täglich 18.000 Milligramm gleich 18 Gramm oral eingenommen. Er kriegte komischerweise keinen Durchfall. Ich schaffe das nicht. Man kann das also auch ohne Infusion probieren. Er hatte immer in seinem Leben bis 1966 schwerste Erkältungen. Die haben ihn richtig gestraft. Jedes Jahr. Dann kam der Biochemiker Irwin Stone aus New York und hat zu ihm gesagt, Sie haben doch da in dem Vortrag, das haben wir auf der Homepage alles ausführlich dargestellt, Sie haben doch da in dem Vortrag gesagt, Sie würden gerne noch 25 Jahre leben, um die Erkenntnisse der Wissenschaft noch genießen zu dürfen und daran teilzunehmen, zu debattieren. Nehmen Sie einfach Vitamin C und Sie werden nicht 25 Jahre, Sie werden länger leben. Das hat funktioniert. 1966 war der Kontakt zwischen Irwin Stone und Linus Pauling und er wurde 1994 dann krank und starb. Er hat aber praktisch bis ein Jahr vor seinem Tod noch in seinem Institut, in dem Linus Pauling Institut in Palo Alto in Kalifornien gearbeitet. Er fuhr zweimal die Woche in ziemlich hohem Alter mit seinem etwas klapprigen Auto von seiner Ranch auf Big Sur, die in der Fernsehsendung, die ich Ihnen vorhin zeigte, wo Sie sich das angucken können, wie es da aussieht, 2 Stunden nach Palo Alto und hat dort im Labor gearbeitet, hat dort am Schluss mit Matthias Rath zusammengearbeitet. Es lohnt sich, Linus Pauling zu studieren. Die beste Biografie zu ihm gibt es von Thomas Hager. Leider nur auf Englisch. Ich glaube, es gibt gar nichts Vernünftiges auf Deutsch zu seiner Biografie. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen. Die Anwesenden sind nachher nach einem sehr schönen pflanzlich basierten Mittagessen wieder hier zum Nachmittag mit Sebastian Kneipp, Naturheilkunde, gute Ernährung, Vitamin D, Vitamin K2 und Zucker als Gift. Wir beschließen den Vormittag mit einem herzlichen Dankeschön fürs Zuschauen.